Hi, na du. Jetzt läuft eigentlich ein Einspieler, aber den kann ich aus urheberrechtlichen Gründen nicht auf YouTube hochladen. Deswegen hier dieses halbherzige Irgendwas, das ich mit Musik, also mit Audio von einem Publikum unterlegt habe, was nicht mein Publikum ist, sondern irgendein deutsches Publikum, wo der Abend nicht so toll lief. Ich musste ein bisschen schummeln. By the way, guck mal hier die Bewertung von dem Abend. Total polarisierend. Ihr könnt euch ja selbst ein Bild davon machen und dann einen Kommentar hinterlassen. Algorithmus und so. Falls ihr das Original sehen wollt, dann folgt mir gerne auf Patreon, weil da ist das Original mit der richtigen Musik und dem richtigen Opener mit Applaus und sonstigem. Falls ihr Geier seid und mir kein Geld geben wollt, dann schaut es jetzt einfach weiter ehrenlos. Ja. Wie gesagt, Termine zu den Live-Shows findet ihr auf meiner Homepage. Kommt gern vorbei. Nicht alle Shows findet ihr auf Eventim. Aber ich habe alles gelistet auf meiner Homepage. Weil manche Shows gibt es nur vom Veranstalter. So viel dazu. Viel Spaß noch mit dieser Geschichte hier. Na? München? München. Crazy. Da sind wir. Einige von euch haben Jahre darauf gewartet. Ich freue mich voll für euch. Euphorie ist da. Was im Moment. Genießt ihn. In 3,5 Stunden ist es vorbei. Als würde ich hier so lange sein. Kommt ihr auf. Wir können ja hier sitzen bleiben und weiter essen. Ich glaube, für viele ist das ja das Highlight. Kannst du, junge Dame, blonde Frau, die sich gerade, kannst du mich sehen hier hinter dem Teil? Okay, gut. Die sind eh nur Deko. Ich weiß gar nicht, warum die hier sind. Oder, Nick, haben wir da irgendwas drauf auf diesen Monitoren? Ja, okay. Dann Monitor heißen die für den Pöbel hier. Monitor. Macht keinen Sinn, ist kein Bild, ist ein Box. Aber man sagt Monitor. Ich würde es euch erklären, aber ich verstehe es selbst nicht. Gibt es Fragen soweit? Gut. Naja. Ausverkauft. Crazy. Ich habe damals angefangen in diesem kleinen Raum da drüben. Ich wusste nicht mal, dass ein Theater ist. Ich dachte, es wäre der Flur. Dann bin ich in den etwas mittelkleineren Raum. Jetzt bin ich hier. Das war die Geschichte. Mehr gibt es dazu nicht. Man hätte klatschen können, aber nee, ist okay. Jetzt zu spät. Jetzt zu spät. Jetzt will keiner einen Mitleidsapplaus. Danke trotzdem für die 10 Leute, die es durchgezogen haben. Das waren übrigens auch die 10, die jedes Mal dabei waren. So. Ihr seid wieder da. Schön. Der Wunsch. Toll. Die zwei kennt ihr gar nicht, ne? Unangenehm. Wolltet ihr eigentlich weiter vorne sitzen und die haben euch geblockt? Wir können auch tauschen. Ihr seid Priorität. Ich schmeiß die auch raus, wenn ihr wollt. Ich kenne die nicht. Ich weiß jetzt schon, ich kann sie nicht leiden. Die Lache wird angenehm den ganzen Abend über. Ja, fragt euch sicher, was ich gerade denke. Ich rechne runter, wie ich aus 3,5 Stunden jetzt eine halbe Stunde mache. Kriegen Sie schon irgendwie hin, jeder kommt auf seine Kosten. So, wer war denn schon mal hier bei, das ist ja jetzt, who the fuck is Mars und Aquazade Staffel, ich weiß nicht mehr genau, 6, 7, 8, ich habe keine Ahnung. Dieses Jahr komme ich übrigens im Herbst mit meinem nächsten Programm, dem neuen Programm raus, das heißt Geisha. Ihr könnt jetzt schon Karten dafür kaufen. Es ist betitelt als das neue Stand-Up-Special. Hier, Hardcore-Fans. Wie heißt ihr? Ich weiß deinen Namen, tu mal nicht so ein Arschloch. Es gibt, die anderen kenne ich nicht. Ich muss so, Alexander, jeder kennt mich. Der ist Bibliothekar. Und die Dame, die mit der du bist? Luise. Ich wusste die Namen, ich kannte sie. Ihr kanntet sie halt nicht. Alexander, Luise, wisst ihr, wann die Show ist, die nächste? 7.9. Bist du dir sicher? Hast du schon Tickets gekauft? Dann mach mal hin. 7.9. Wir sind dann wieder hier. Mit wir meine ich meine Königlichkeit. So, ich mag das. Es ist attraktives Publikum. Teilweise da.
Man darf ja auch nicht lügen. So. Wow. So viele Menschen. Alle werden paranoid, sobald jemand hustet. I like it. Also für die von euch, die letzten. Bei den letzten Shows nicht dabei waren. Das ist, wie gesagt, das ist hier Staffel 8, 9, keine Ahnung, wie viel Hauptseason. Die Serie heißt Who the Fuck is Master Quazade hier. Staffel selbst hat einen eigenen Namen, einfach nochmal so erklärt. Und weil ihr halt nicht da wart, fasse ich mal einfach zusammen, was bisher geschah. In den letzten Staffeln von Who the Fuck is Master Quazade sprach ich über die deutsche Sprache, Dinge, die mich verwirren. Zahlen. 13, 14, 15, 16, 11, 12. Was da passiert? Wo ist 1, 10 und 2, 10? Dann Worte wie die Sucht und Ersucht gleich geschrieben. Anders ausgesprochen. Wieso? Keine Ahnung. Ihr zieht es einfach durch. Ihr macht, was ihr wollt. Gibt es Worte wie Hexe und Kekse? Eins schreibst du mit X, eins mit KS. Wieso? Keine Ahnung. Ihr seid einfach so, wir brauchen noch ein paar X-Worte. Das ist cool. Es kommt auch selber raus, wenn nur Hexe im Wörterbuch, da steht KS. Also es ist, ihr macht, was ihr wollt. Dann gibt es noch diese Sache mit dem, das mit dem Doppel-S. Wegen dieses, jenes, welches. Ich verstehe es nicht. Also diese Regung, dass du dann Sachen sagen musst mit dem das, mit Doppel S. Ich verstehe es nicht. Eins mit S, eins mit Doppel. Eine Zeit lang gab es auch das mit dem S, mit dem SZ, aber das habt ihr abgeschafft, weil ihr wart so, wir treffen uns alle 3 Jahre und ändern die Regeln. Ne? I don't get it, weil ich meine, im Grunde genommen, da gibt es ja auch die Regel mit dem Nüssen und Müssen. Nüsse schreibst du mit Doppel S, weil sonst siehst du ja Nüsse, Nüsse. Ist nur für Schreiben, beim Reden ist egal. Weil keiner denkt sich so, ich frage mich, ob er das jetzt mit einem S gesagt hat oder mit Doppel-S. Ist einfach nur kopfig für Schreiben, ist einfach nur so Next Level Deutschstein. Wir machen das einfach rein. Alle paar Jahre ändern wir die Regel. S hat es weg, aber das mit Doppel-S lassen wir. Ja. Vorerst. Vorerst lassen wir das da. Ich mache immer alles mit 3S, weil ich mir denke, sucht euch selbst aus, was ihr wollt. Genau wie wenn ich mir nicht sicher bin, ob Punkt oder Komma, Semikolon. Macht euren Scheiß, ich mach teilweise mit, lasst es überfordern. Dann gibt es noch diese Buchstaben aneinander Reihung, wie das CH, das man auf verschiedene Art aussprechen kann. Wieso? Keine Ahnung. Ihr habt euch das ausgedacht. Ihr zieht es durch. Ich hätte gern ein Glas Milch. Keiner sagt Milch, alle sagen Milch. Ich habe ein Üros und L und T und STH. Keine Ahnung. STH ist auch wieder so ein Ding. STH ist ich kann STH so schnell aussprechen, wie ich will. Es bleibt trotzdem SC fucking H. Da wird kein Sch raus. Wir Iraner haben einen eigenen Buchstaben dafür. Weil wir sagen, es macht keinen Sinn zu sagen, in den neuen Raute Semikolon und jetzt, es macht einfach keinen Sinn. S von dem T ist auch Straße, Stefan, Stopp. Iraner und Türken, die sind überfordert. Wir sagen mal Schittrasse, E-Straße, Schittepan, E-Stefan, Schittop, E-Stopp. Weil wir es nicht verstehen und keiner erklärt es uns. Es einfach ist so, halt die Fresse, haben uns ausgedacht. Ziehen wir durch. Stefan, er steht wieder seltsam Fragen. Manche Worte machen gar keinen Sinn. Wie das Wort Pferd. Es wird mit P geschrieben, aber jeder sagt Pferd. Keiner sagt per Pferd. Keiner sagt, oh, guck mal da, die schönen Pferde. Kinder, kommt, schaut. Schaut euch die Pferde an. Richtig. Bringt Stefan mit. Ihr seid alle verwandt hier, ne? Habt ihr euch ja gefunden, ganz zufällig. Nachher werden die sagen, die wurden auch bezahlt. Crazy shit. Ich mach das übrigens hauptberuflich.
Ich war die Dame und meine Brötchen. Das war's schon? Wow. Ich habe schon jetzt genug Lacher von den Deutschen bekommen als vor der letzten gesamten Tour. Einfach um diesen Tisch. Gott, das ist so ein anstrengender Abend. Aber wir sitzen alle im selben Boot, Leute. Ihr leidet genauso wie ich. Ist okay. Wir wollten das alle. Ihr habt Karten dafür gekauft. Es gibt keinen Ausweg. Wortwörtlich, ihr kommt hier kaum raus, so wie ich das hier sehe. Ich weiß nicht, ob es einen Notausgang gibt, aber ihr würdet, Leute, die, ihr seid tot, wenn das was passiert. Keine Ahnung, wie ihr da rauskommen könntet. Ich sag's beim Namen, da geht's nirgendwo hin, das ist mein Backstage, ich kick euch weg. Ist ja scheißegal, da habe ich Priorität. Außerdem, ehrlich gesagt, geht's da in die Küche, also würde da ja das Schlimme rauskommen, aber trotzdem, ich sag's, wie es ist. Wisst ihr Bescheid? Ich will, ach so, ich habe vorgestern dieses Programm gespielt in Wien und was soll das denn jetzt? Ich wusste nicht, dass wir so Bandenkrieg haben wegen Wien. Aber davor ist auch schon länger her gewesen, dass ich dieses Programm gespielt habe. Was ich sagen will, ist, der Text ist gar nicht. Also es kann sein, dass ich ab und zu hängen bleibe. Wenn es aber, muss ich sagen, das Programm war von vornherein nicht wirklich so der Hit. Also, ich hoffe immer, dass jemand mit einer hässlichen Lache dabei ist, damit ich darüber reden kann. 60 Minuten lang. Sonst kommt hier nichts raus. Wie gesagt, stehen geblieben. Ich verdiene damit meine Brötchen. War das auch komisch. Ich esse sie aber nicht, weil Low Carb. Dieser Körper ist kein Zufall. Wisst ihr Bescheid. Manchmal ist es mir selbst peinlich, wie selbstverliebt ich bin. Aber dann gucke ich in den Spiegel und denke mir, ist schon okay. Neulich war ich im Taxi. Sorry für diese reiche Leute-Geschichten. Das passiert. Ab und zu steige ich ins Taxi, gebe dem Fahrer 50 Euro und sage, komm hier, fahr im Kreis. Mach ein bisschen Jazz an für die Atmo. Ich will wissen, was los ist in meiner Stadt. Ich bin wie Batman. Ich weiß, es ist der Spider-Man-Move. Ich hab keine Ahnung, was Batman macht. Das ist einfach nur so ein Creep. Genau. Jedenfalls, als wir an der Ampel standen, fing der Fahrer plötzlich an, Smalltalk machen zu wollen. Er meinte, und was machen Sie so beruflich? Ich meinte, ich bin Künstler, hauptsächlich Comedian. Er drehte sich um, schaute mich an und sagte, so witzig sehen Sie gar nicht aus. Und ich meinte, ja, ein Pornodarsteller läuft in seiner Freizeit auch nicht rum und wichst den Leuten auf dem Gehweg ins Gesicht. Sorry, ich hab frei. Die Hose bleibt an. Apropos Hose, Leute fragen mich mal, was ist da mit dem Outfit? Das sieht ein bisschen aus wie ein Zuhälter aus Alice im Wunderland. Das ist oft das mit dem Sakko. Also, ich hab immer so einen Samtsakko an, oft ganz viele Samtsackis, aber es fing an. Sorry, sprach ich mal damit. Es fing alles an mit einem Samtsakko. Es hat einfach einen sehr emotionalen, sentimentalen Grund für mich. Das wissen nicht viele. Vor mir hatte das Sakko mein Vater an und vor ihm sein Vater, also mein Großvater. Jetzt zeig ich das, weißt du Bescheid. Also wir waren zusammen im Laden. Und, mein Großvater hat es zuerst anprobiert. Hat ihm nicht gefallen. Dann mein Vater ist angezogen, war ihm zu klein. Jetzt zeige ich es halt. Das ist scheiße, einfach Hammer aus darin, okay? Es tut mir leid, jetzt haben alle so eine emotionale Sterbegeschichte erwartet. I'm sorry, in der Story leben noch alle. Ich weiß, wie geil die Deutschen gerade geworden sind. Wir waren ja letztens bei der Show von so einem Flüchtling. Der hat uns erzählt, wie seine ganze Familie gestorben ist. Gabi, hol den Wein, wir haben was zu erzählen. Hol den Käse, ja, ja, ja. Was eine Story. Deutschen seid geil auf so Geschichten von Ausländern. I'm sorry, ihr habt nichts zu erzählen in eurem Brunchabend. Ja, Brunchabend. Es macht keinen Sinn. Wir kriegen im Iran, in der Story leben noch alle. Sorry, es tut mir leid für euch. Wir kriegen im Iran, kriegen wir ganz anders Kinder als ihr. Also auf dieselbe Art, aber
halt viel früher. Okay, das persische Pendant altersmäßig zum deutschen Opa ist altersmäßig der persische Urgroßvater. Ganz andere Story, weißt du? Meine Mutter und ich fast im selben Alter. Ganz andere Welt. Als Kind hatte ich immer die frischesten Pausenbrote, weil sie waren ja nur eine Klasse nebenan. Weißt du, ich meine, ganz andere Welt. Und ich war auch damals da, als mein ich sag einfach Opa, als mein Urgroßvater gestorben ist. Ich war damals da am Sterbebett. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt aus Geschichten, aus Filmen oder aus Büchern, wenn der Erzähler sagt, als Kind habe ich nicht ganz verstanden, was mein Großvater mir damals sagen wollte. Doch nun jetzt, 30 Jahre später, habe ich es verstanden. Fakt ist, es ist schon über 30 Jahre her und ich habe immer noch keine Ahnung, was er mir damals sagt. Ab und zu bin ich in grenzligen Situationen in meinem Leben und denke so, vielleicht meinte er damals, das macht keinen Sinn. Manchmal versuche ich mir einzureden, dass die Anekdote viel mehr wert ist. Also, ich komme nicht drauf, klar. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt sicher, wir weisen Münchner, wir sind ja viel besser als die Wiener. Vielleicht, wir können dir helfen. Wir können dir helfen zu verstehen, was er gesagt hat. Das Problem ist, ich habe ihn akustisch einfach nicht verstanden. Der Typ hat krasser genuschelt als ich. Crazy shit. Aber ich versuche mir einzureden, dass die Anekdote viel mehr wert hat, als was auch immer mir damals sagen wollte. Ich versuche mir einzureden. Weil manchmal denke ich mir, die Form ist ja schon von Gold genannt, weil irgendeiner muss sie erkennen. Ich sage so, nee, die Anekdote ist viel mehr wert. Weil als mein Großoma verstarb, hat sie mich gefragt, was hat er gesagt. Ich habe es gesagt, sie hat gelacht und ich denke so, ja, die Anekdote ist viel mehr wert. Manchmal denke ich mir, wahrscheinlich hätte er sich gedacht, weißt du was, bevor ich sterbe, werde ich irgendwas vor mich hinnuscheln. Einfach irgendwas hinnuscheln, um diesen kleinen Jungen für den Rest seines Lebens mental zu misshandeln. Kranker Bastard. Ist mit einem Grinsen gestorben. Wir sind dann abgehauen, wir sind geflohen. Naja, ich bin Flüchtling. Das heißt, ich war Flüchtling. Irgendwann hört man auf damit. Ist nicht so, dass ich sage, ja, Deutschland war ganz nett, 40 Jahre, nächste Woche Malle, nein, das Thema ist durch. Flüchtling in Rente ist bescheiden. So, ich glaube, das war ein guter Recap, was jetzt passiert ist. Ich würde jetzt nochmal raus. Übrigens, es gibt hier keine Pause, wir ziehen es am Stück durch. Ja, Avatar wird es hier. Weil früher gab es eine Pause, in der Pause hatte das Volk, der Pöbel, die Möglichkeit, mir Geschenke auf die Bühne zu legen. Aber das ist so selten passiert, dass fuck you, ich krieg keine Pause mehr. Und überhaupt, warum braucht ihr eine Pause? Ich mach die ganze Arbeit. Also ich verstehe gar nicht, was soll. Ihr könnt. Du hast Geschenke für mich? Ja, dann komm her nach vorne. Dankeschön. Das mache ich dann in der Zugabe auch. Ne? Peste ironi. Oh, das freut er nicht. Okay. Kartuschon. Bade? باشه باشه دست شما درد نکنه خوش اومدی خوشحال شدم شب خوبی داشته باشی خداحافظ weiter so geschenke die show guckst du dir noch an dein beitrag ist vorbei du kannst gehen ja bleib ruhig Bringt ihr Tee, der Frau. Ich meinte nicht Personal, sondern irgendeinen von euch. So. Ah, dann wurde es bekommen. Das Witzige ist, ihr wisst gar nicht, wie wir Iraner miteinander kommunizieren. Ihr denkt euch so, das, so reden wir. Das heißt, danke auf Persisch. Wir zwei verstehen es. Ihr seid so, oh, wieder was gelernt. Gabi, schreib auf! Wir waren ja letztens bei der Show von so einem Araber. Er hat Geschenke bekommen. Die flippen voll aus. Es gibt trotzdem keine Pause. Ihr könnt aber während der Show, könnt ihr euch in der Bar bedienen. Also, ihr werdet bedient. Ist nicht so, dass... Ganz Nazis, was ist hier los? Ihr könnt da hingehen, Ronny und Roman sind da und Melina und Edina und Medina, also es sind Tick, Trick und Track halt da hinten, Eva ist noch da und diverse andere Leute. Übrigens, heute macht Technik Nick. Hätte man klatschen können, aber ihr seid eher so die Leute. Ja.
Übrigens habe ich mittlerweile auch Merchandise, könnt ihr entweder nachher bei mir kaufen oder draußen. So oder so wird es überteuert sein. Also, ja. Ich würde jetzt nochmal rausgehen, Backstage, so nennen wir das. Aber ihr wisst schon, es ist eigentlich die Küche. Und dann komme ich nochmal raus, weil ich hole ja die Leute da ab, wo sie sind, euch Deutschen. Also deswegen auch diese Glücksbärchenmusik, weil ich wollte euch nicht zu sehr flashen mit guter Laune. Und deswegen mache ich das mal so, dass ich rauskomme und dann erkläre ich euch mal, was jetzt passiert ist und so. Kommt ihr klar mit diesem Säulenplatz? Du doch sowieso, ich frage die, ist ein Arschloch. Ich meine, die mich nicht sehen. Kommst du klar? Ja, okay. Dann ist für dich halt ein Hörspiel. Also ist auch okay. Ich beschreibe, ich setze mich jetzt hin. Für euch auch, bisher kommt ihr klar? Oh, sie ist also, hier sind noch zwei Plätze, falls ihr wollt. Ihr könnt in der Pause hin. Manche Sachen mache ich nur für mich. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr wirklich. Wollt ihr? Bist du allein da? Okay. Wenn ich sitze, geht's? Okay. Gut. So, ich würde dann mal rauskommen mit anderer Mucke und... Ich mag nur diese 3D-Tassen, weil es ist auch cooler. So Tassen, wo einfach nur ein Bild drauf ist. Nee, nee, da bin ich nicht dabei. Sowas ist toll. Wow. Zieh dir die Highlights nochmal rein. Siehst du, deswegen meine ich, mach während der Show nicht, weil ich weiß, das sind so Idioten. Das war geil, wir waren da, weißt du noch? Das ist gerade eben passiert. Trotzdem. Wie toll unser Leben damals war. Alles ging bergab von diesem Moment an. Danach hat er noch über Tee geredet. Jedenfalls bringen wir meine eigene Tasse mit. Die habe ich jetzt sogar vorgestern in Wien geholt. Da bin ich sehr pingelig. Weil ich finde es immer scheiße, wenn ich irgendwo Tee bestelle und die bringen mir einfach so ein Glas ohne Griff. Mir kommt so vor, als hätte sich die ganze Welt gegen Teetrinker verschworen. Wenn du Kaffee bestellst, du kriegst eindeutig eine Tasse, eine automatische Tasse mit einem Griff. Als Teetrinker, wenn du sagst, ich hätte gerne eine Tasse mit einem Griff, dann haben die so, oh, sieh mal eine an, wer da ist, die Königin. Nein, es macht einfach Sinn mit diesem fucking Griff. Es ist einfach scheiß heiß. Was soll das? Du musst es einfach anfassen. Du machst es oben bis oben hin voll. Schrecklich, Alter. Vor allem nervt es mich auch, wenn ich durchsichtige Getränke aus durchsichtigen Gefäßen trinke. Wasser. Nennen wir es beim Namen Wasser aus einem Glas. Ich lösche dich mal vor damit. Physik und Chemie auf einmal. Glas. Durchsichtig. Wasser. Weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber der Boden von so einem Glas ist immer wie so eine fette Lupe. Alle können deine Zähne sehen. Das ist total widerlich. Du kannst eingeschüchtert sein von einer wunderschönen Frau. Sobald sie ein Glas Wasser trinkt, ist sie auch nur so ein Fisch. So ein Seeungeheuer. Jetzt versucht ihr darauf zu achten, aber ich habe mir gedacht. Vor allem bin ich auch froh, dass der Tee schon fertig ist. Es nervt mich immer, wenn ich Tee bestelle. Das ist geil hier so. Ich rede einfach 20 Minuten lang über Tee. Da sind ein paar Iraner, ein paar Engländer, die sind so großartig, endlich Teehumor. Vor allem freue ich mich auch, dass der Tee fertig ist, weil es nervt mich immer, wenn ich irgendwo Tee bestelle und die bringen mir einfach so ein Glas heißes Wasser. Und dann nehme ich einen Teebeutel. Wo ich mir denke, halt 80% deiner Arbeit ist dieser scheiß Teebeutel. Mehr musst du nicht machen, und dann kommt der fertig. Warum muss ich das jetzt kochen? Also? Ich meine, ich habe doch gesehen, wie du 7 Minuten hergelaufen bist. Der Tee wäre schon fertig. Ich weiß, die machen es, damit du selbst entscheiden kannst, wie lange der Tee zieht, aber ich bitte euch, das ist Tee. Der weiß, wann er fertig ist. Nicht so, dass er auf einmal giftig wird oder so. Tee kann ich überziehen. Es ist nicht so, dass ich dann sterbe und Leute sagen, wie ist der Masse gestorben? Ganz interessante Geschichte. Der Tee hat überzogen. Haben sich giftige Teide gebildet. Ist einfach gestorben. Was eine Verschwendung. So jung. So schönes Haar. Einfach weg. Es hat ihn dahin gerafft. Das ist eure Sprache. Ich mache noch mit.
Ich meine, wenn es ein Teebeutel wäre und ein Glas heißes Wasser, weißt du, acht Teebeutel, weißt du, acht Teebeutel und ein Glas heißes Wasser, dann komme ich klar. Aber dieses, weil, wie viel kostet so ein Teebeutel? 5 Cent? Was soll denn Scheiß? Was ist denn so geil, Alter? Aber dieses ein Teebeutel, ein Glas heißes Wasser, als wäre das ein Rätsel. Jetzt will ich gucken, ob ich das hinkriege. MacGyver die Scheiße mal. Das ist so, als würde ich ein gekochtes Ei bestellen und die bringen mir einfach eine Schüssel kaltes Wasser. Ein Feuerzeug. Und ein rohes Ei. Weißt du, und dann gucken sie. Einmal war ich im Restaurant, habe auch einen Tee bestellt und die haben mir so ein durchsichtiges Glas gegeben, sowas wie das hier, bloß so glasiger halt. Glas halt. So doppelt, es hatte keinen Griff, aber es hatte, sah nicht so schick aus, aber man konnte es anfassen, dieses doppelwandige Ding. Ne? Das war jetzt so, aber es hatte eine Funktion. War schon cool. Natürlich habe ich mir dann die Zunge verbrannt. Weil ich dachte, der Tee wäre kalt. Ich war so, darf der mit dran, wir gucken, ganz schön clever. Ganz schön clever, ihr Füchser. Seitdem jedes Mal, wenn ich Tee bestelle, und die kriegst so ein Glas ohne Griff, was ich sage, verbrenne mir die Finger. Und alle so, ja klar, ist ja auch heiß, ist Tee. Und ich so, ja, aber ich war auch mal in einem guten Restaurant. Scheuert. Ja, das ist übrigens der Duktus. Ich werde die ganze Zeit nur hier sitzen und ihr sitzt auch. Also was... So, das. Die Leute kommen nicht klar mit Ruhe. Ich bin einfach hier so ein ruhiger Typ. Leute denken auch immer, ich wäre bekifft, aber ich denke so, Alter, ich muss hier arbeiten. Ich muss mich gerade hardcore konzentrieren. Das ist Arbeit. Das ist einfach so, ich bin ein ruhiger Typ. Ich meine, es bringt mir nichts, wenn ich hin und her renne und sage, kennst du, kennst du, kennst du. Dadurch wird der Scheiß auch nicht witziger, weißt du? Ich fange an zu schwitzen und es ist widerlich. Viel rum, beleidige einfach meine Frau und verdiene so mein Geld. Ah, das ist nicht meins. Ah. Das ist einfach meine ruhige Art. Ich habe einen bestimmten Text, eine bestimmte Zeit, die ich hier sein muss und das ziehe ich durch. Warum mehr draus machen, als es ist? Das ist einfach nur ein Text. Ja, Leute kommen nicht klar auf Ruhe. Die kommen nicht klar auf... Die denken immer, wenn jemand ruhig ist... Leute denken immer, wenn jemand ruhig ist oder viel lacht, es wäre Drogen im Spiel, weißt du? Die Leute kommen nicht klar auf Ruhe. Die denken immer, es ist Gras im Spiel. Letztens war nach der Show noch eine Aftershow-Party. Party ist einfach ein Typ, war noch vor dem Laden. Und der hat mir was zu rauchen angeboten. Und ich so, nein, danke. Und er so, das ist ein Joint. Und ich dachte nur, egal was er raucht, ich möchte es nicht. Und zum Zweiten gehe ich davon aus, dass es ein Joint ist. Ich meine, wie asozial wäre es, wenn er mir einfach eine angerauchte Zigarette anbieten würde. Was ist das für eine scheiß Party, auf der du bist? Und die ganze Wohnung Hotbox mit Marlboro ist sehr widerlich. Geh in den Raum, ist Camel, ist geil. Überhaupt, wie alt bin ich? 7? Wenn ich rauchen will, kann ich einfach rauchen gehen. Das ist kein großes Ding. Als Kind hat man sowas gemacht. Als Kind, da wolltest du cool sein. Hab ich getroffen und irgendeiner hat eine Zigarette klargemacht von seiner Mutter, die irgendwo betrunken war und komatös rumlag. Die geraucht und gesagt, danke Jacqueline für die Zigarette. Die geraucht in den Büschen und war so, boah, wir sind so cool. Ranzige Kinder, Alter. Irgendwann bist du älter und denkst, Alter, wir rauchen hier gerade nur Laub. Es gibt dir nichts. Ich glaube, der einzige Grund für mich zu rauchen, ist zu zeigen, dass ich zu viel Geld habe. Das wäre der einzige Grund. Ich war neulich draußen und habe gesehen, wie so Büromenschen, die waren vor einem Bürogebäude, die hatten gerade Pause. Man hat erkannt, das waren Büromenschen, die hatten diese... Ich habe nie wirklich gearbeitet, ich habe keine Ahnung. Also die hatten so... Die hatten so Büroklamotten an und Bürokaffeetassen und diesen toten Blick in den Augen. Büromenschen halt. Die Bergarbeiter des 21. Jahrhunderts. Jedenfalls waren die alle am Rauchen und irgendwann war deren Pause zu Ende. Und Pause rein. Ich weiß nicht, woher die wussten, dass die Pause zu Ende ist. Ich kenne es so von der Schule, wenn die Glocke bimmelt. Aber die hatten scheinbar Uhren, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich spekuliere gerade und die sind einfach reingegangen. Also, die meisten haben ihre Zigarette so weggeflickt, voll cool. Außer einer, der hat sie an der Wand abgetupft und eingesteckt. Für später. Voll ranzig. Sparfuchs. Ugh. Wo ich mir denke, Alter, wenn du sparen musst, dann rauch doch nicht. Wie gesagt, der einzige Grund für mich zu rauchen, ist zu zeigen, dass ich zu viel Geld habe. Ich würde nicht mal rauchen, ich würde einfach so 5 Zigaretten anzünden. Und rumlaufen durch den Weihnachtsmarkt. Und Tabak so verstreuen. Das ist einfach für mich ist nur Laub. Scheißegal. Ich habe auch letztens drüber nachgedacht, ich könnte einfach Penner für mich arbeiten lassen.
In Berlin haben wir hier nämlich einen Penner. Du kannst einfach so einen Penner 5 Euro geben und sagen, hey, du läufst jetzt mit mir mit eine Stunde. Wir machen es. Wir haben Zeit. Wir haben nichts zu tun. Ich habe einfach 50 Euro, ich habe 10 Penner gelaufen mit mir mit. Irgendwann gehe ich in den Laden rein und sage zum Besitzer, hey, gib mir 50 Euro. Oder ich sage denen, die sollen reinkommen. Habe ich nochmal 10 Penner. Eine ganze Armee von Penner. Und wenn ich sage Penner, man muss ja politisch korrekt sein. Ich bin Penner, ihr wisst, was ich meine. Ich meine keine Obdachlosen, die leiden, ich meine Penner, okay? Letztens kam einer auf mich zu, meinte, ey Chef, hast du einen Euro? Und ich dachte so, arbeitet der für mich? Ich kenne dich nicht, aber ist okay, du bist eingestellt. Für einen Euro? Ich bitte dich. Das ist ein Schnapper. Du läufst jetzt mit mir mit eine Stunde. Okay, Chef. Jedenfalls, ich meine Penner, ihr wisst Bescheid. Man muss aufpassen, gesellschaftlich korrekt sein und alles Mögliche. Neulich war ich bei einer Show, ich habe über Taubstumme geredet. Und eine Frau springt auf und sagt, das heißt nicht taubstumm, taubstumm ist beleidigend. Und ich dachte so, wer hat sich beschwert? Ehrlich sein, wie ein Bagailer drauf an der Stelle. Ich wollte es nur mal in den Raum geworfen haben. Mitdenken, guck mal, diese Lenas, die einfach keine Hobbys haben. Meine Penner-Armee und ich. Ich kam drauf auf die Idee wegen Joker und der Riddler. Ist ja nicht so, dass die Leute sich beworben haben, weißt du? Die Nachfrage ist da. Man wird irgendwann. Lauf einfach mit. Oh, ich hab Lena, wenn ich reich bin. Ich habe mir auch gedacht, ich würde, wenn ich reich bin, trotzdem nicht erste Klasse fliegen im Flugzeug. Ich finde, erste Klasse ist eine Farce. Total lächerlich, das ganze Prozedere. Ich meine, ja, okay, du kannst als Erster einsteigen, aber dann sitzt du da in der ersten Reihe wie so ein Streber und wartest auf uns, den Pöbel. Die müssen auf uns warten. Die müssen, stell dir mal vor, erste Klasse wartet auf uns. Das macht null Sinn. Wir kommen dann so rein wie die Stars. Wer kommt zu einer Party pünktlich, weißt du, du kommst später. Erste Klasse schon da, so, ja, wir sind schon hier. Wir sind schon hier in der VIP-Lounge, eine halbe Stunde bevor es losgeht. Das macht null Sinn. Was habt ihr davon? Wir fliegen trotzdem alle zur selben Uhrzeit los. Das ist bekloppt. Dieses ganze System macht keinen Sinn. Die sagen, okay, anstatt einfach zu sagen, wir gehen nach Reihe, das macht schon Sinn so, aber fang doch hinten an, weißt du? Das macht null Sinn. Ich finde ja. Außerdem ist auch, die sitzen da in der ersten Reihe und da kommen wir rein und wir sehen auch, so toll sitzen die gar nicht. Wo ist jetzt das Tolle, weißt du? Wir gehen an die vorbei und wir treffen sie aus Versehen mit unseren Taschen. Aus Versehen. Weil der Gang ist vorne genauso schmal wie hinten. Ist kein VIP-Gang. Sonst wäre das Flugzeug eher so, weißt du? Ist genau der scheiß fucking Gang. Ich finde, so geil würde ich sagen, erste Klasse und jetzt der Rest, guck, wie ihr klarkommt. Null System dahinter. Ich finde, die sollten die erste Klasse komplett neu überdenken. Die erste Klasse dürfte immer noch als erste einsteigen, aber dann hinten vom Flugzeug, weißt du, das macht mehr Sinn. Und wenn die zweite Klasse einsteigt, wir sehen nicht, was abgeht, da ist immer ein Vorhang, der zu ist. Wir wissen nicht, was los ist, das Nichtwissen macht es interessant. Vorhang ist zu, buntes Licht flackert durch. Ab und zu kommt eine Stewardess raus, die sich gerade wieder anzieht. Du weißt nicht, was los ist. Das macht's erst interessant. Aber wenn ich reich wäre, ich würde trotzdem nicht erste Klasse fliegen. Also ich würde zweite Klasse fliegen, Economy oder wie es auch. Zweite Klasse, ist schon Bescheid. Strohklasse. Und dort auch. Den beschissensten Platz nehmen, den es gibt. Nämlich stehen zwischen zwei Leuten. Den beschissensten Platz, ja. Darauf will ich sitzen. Weil nur Leute in der zweiten Klasse wissen, was wahrer Reichtum im Leben bedeutet. Nur Leute aus der zweiten Klasse. Ich würde dort sitzen auf dem beschissensten Platz und auf diesen einen Moment warten, wo der Snackwagen kommt von hinten. Den man sieht und Rauschen durchs Publikum geht, durch die Passagiere und alle so, kostet es was?
so ein erbärmlicher Moment. Ich würde. Und während es so weitergeht, versuchst du noch herauszufinden, wie du es am besten löst, die Frage. Ich würde auf diesen Moment warten, damit, wenn sie dann vor mir ist, damit ich einmal im Leben nicht dieses Erbärmliche auf die Frage möchte, was dieses, ich weiß nicht, kommt. Damit ich dieses blöde Pantomime-Spiel nicht spielen muss, sondern wenn sie fragt, möchten sie was, sage ich, ja. Ich hätte gern alles. Und sie ist eins von jedem, sagt, nein. Alles. Schütten sie es einfach auf mich rauf. Ich dusche mich darin. Ich sitze dann zwischen den zwei Penner, die es erst mit reingebracht haben. Außerdem bitte noch ein kleines Glas Wein. Das Ex ist dann weg und ruft, Wein, mehr Wein! Und sie dann so, soll ich nicht vielleicht eine große Flasche geben? Sie sagt, nein! Weil sonst kann ich ja nicht rufen, Wein, mehr Wein! Mitdenken! Das ganze System von Fliegen ist so seltsam, wenn man dann landet und der Pilot sagt, sehr geehrte Damen und Herren, wir landen in München. Außentemperatur beträgt 5 Grad und das. Mir kommt es so vor, als würde ich raten in dem Moment. Außentemperatur beträgt 5 Grad und das. Es regnet. Ich meine, danke für die Info, du Penner, ich sehe das auch. Wir können das alle sehen. Aus irgendeinem Grund müssen wir diese Schiebedinger am Fenster hochmachen. Als gäbe es hier toten Winkel. Was soll ich so Psychospielchen? Ich meine, was soll ich anfangen mit der Info? Wir sind eingestiegen, Sommer, Sonne. Ich kann mich jetzt eh nicht umziehen. Also, mein Koffer ist unten, du weißt, was hier abläuft. Psychospielchen, ist genau wie mit dem Handy ausmachen. Als hieß es irgendwann mal in den Nachrichten, das Flugzeug ist abgestürzt, weil der Typ auf E23 sein Handy anhatte. Also das passiert nicht. Es ist einfach nur, sie wollen, wenn sie hier seid, guckt nicht aus dem Fenster, guckt einfach nur geradeaus. Wie Stuart das in ihre langweilige Show machen, die immer noch nicht überarbeitet ist, weißt du? Ich als Schauspieler, Dramaturg denke so, Alter, ihr müsst was. Ich gucke mir das auch jedes Mal an, weil für mich ist es eine Show. Ich denke so, okay. Ja. Letzte Vorstellung war ein bisschen besser. Gott, was für eine Szene die machen, Alter. Ein Bus, wenn es ein Bus, ich würde es mehr verstehen. Ein Bus, der macht viel öfter so einen Scheiß. Naja. Ich dachte mir, so ein perfektes Geschäftsmodell wäre, einfach hin und her zu fliegen, ohne System und Sinn und Verstand. Keine Ahnung, einfach hin und her. Und auf diese Ansage zu warten, sehr geehrte Damen und Herren, wir landen in München, Außentemperatur 4 Grad und es regnet. Dann stehe ich auf und sage, Regenschirme, frische Regenschirme. 2000 Euro das Stück. Irgendwo muss ich das Geld ja auch wieder reinkriegen, Alter. Außerdem haben die Penner Hunger, weißt du, was ich meine? Oh, ich habe Pläne, ich habe Unternehmenspläne. Ich dachte, ich habe auch ein anderes Unternehmen, ich kaufe und verkaufe Pfandflaschen. Man sagt ja, aber die erste Million ist die schwerste, also hey, 1,25 €. Ich weiß noch damals, als man zum ersten Mal seine Pfandflaschen an einem Automaten abgeben musste und da hat man einen Zettel bekommen. Früher war das ja so, ganz früher, dass da immer so ein kleiner Side-Stand war, wo man die Flaschen abgegeben hat. Das sah ein bisschen illegal aus, war irgendwo so in einer dunklen Ecke. Und dann hast du Geld bekommen. Mittlerweile, übrigens, kauft man es immer noch so. Aber mittlerweile, als dann das erste Mal das mit dem Automaten kam und dem Stück Papier, ich dachte, es klappt niemals. Wie ein Idiot stand ich in der Kasse, weißt du, mit einem Stück Papier, wo einfach so Geld draufsteht, dann zahle ich, denke, das klappt niemals. Und es hat geklappt. Mittlerweile bin ich ein richtiger Profi, was dann geht. Ich packe noch Sachen in den Einkaufswagen, gehe zur Kasse und die Kassiererin so, 14,40 bitte. Und ich so, BAM! I don't think so, bitch. Pfandgutschein. Rabatt, Motherfucker. Finde ich großartig. Seitdem bezahle ich noch mit Pfandgutschein. Ich meine, ich habe gar kein Geld mehr in der Brieftasche. Nur noch Pfandgutschein. Ich sage, es kommt echt gut, wenn du mit dem Mädchen im Restaurant bist. Dann kommt der Kellner mit der Rechnung und du drückst ihm so einen Pfandgutschein. Der Wert von 30 Euro, ja. Stimmt so. Ich meine, was will er dir auch zurückgeben?
Pfandflaschen, keine Ahnung. Ja. Oh, ich hab Pläne. Leute denken mal, ich wär arrogant, weil ich so schlau bin. Einfach nur, weil ich so Sachen sage und mich so hinfläze, weißt du was? Also, ihr nehmt diese großartigen Ideen. Leute, denke ich, arrogant, aber ich bin nicht arrogant, ich bin einfach nur faul. Deswegen sind meine Augen auch immer so zu. Ich bin zu faul, sie ganz aufzumachen. Viele Leute denken deswegen, ich sei bekifft. Aber wenn ich sie ganz aufmache, dann sieht es aus, als wäre ich auf Crack. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, wo das Minimum ist, das Limit an Augen aufmachen, damit ich genauso viel sehen kann wie alle anderen auch. Und das ziehe ich durch. Ist ja nicht so, dass man mehr sehen kann, wenn man so. Also sonst gibt es Apparaturen, weißt du, was ich meine? Ich spare Energie. Ich weiß nicht wofür, aber wenn ich sie brauche, ist sie da. Asiaten können genauso viel sehen wie wir. Ich weiß, ich war auch geschockt. Aber deswegen sind sie wissenschaftlich und wirtschaftlich auch viel weiter als wir. Weil sie sparen ihre Energie. Schreibt es auf, Leute, ihr werdet es jetzt nicht verstehen, aber in 30 Jahren denkt ihr euch so, dieser schlaue Bastard, der wusste alles. Ist einfach so. Einfach so. Ist einfach meine Lebenseinstellung, einfach so. Ne? Sehr träge. Die Leute rufen mich an und sagen, hör. Ich gehe so an den Hörer und sage, hey. Und die so, sorry, hab ich gerade geweckt? Sag, nee. Ich kann im Display einfach sehen, wer du bist. Du kannst jetzt keine Freude von mir erwarten. Du musst deinen Stellenwert in der Hierarchie kennen. Jetzt hör auf zu nerven und sag, was du willst. Mutter. Das ist einfach, ich bin einfach so. Oder meine Freundin, jetzt Ex-Freundin, hat mir zu unserem Jahrestag einen Oscar geschenkt. Keinen echten Oscar, sondern einen von Kick. Wo drauf stand, für den weltbestesten Freund. Ja. Normale Leute denken so, oh, wie süß von dir, du magst deine Filme. Hashtag und. Hashtag cute. Hashtag relationship goals. Hashtag und. Normale Leute. Ich dachte nur so, ja toll. Wer war denn noch nominiert? Ich würde gerne wissen, gegen wen habe ich gewonnen, verdammt nochmal. Ich wäre gerne bei der Preisverleihung dabei, wenn die anderen drei denken, sie so, wird sie gewinnen und immer so, oh. Vielleicht nächstes Jahr. Wer war im Komitee? Weißt du, Frage über Fragen. Vor allem waren wir 3 Jahre zusammen, ich habe den nur im zweiten bekommen. Wer hat den anderen Herrn bekommen? Das ist nicht meins, I don't get it. Freude und Euphorie ist einfach nicht so. Ich verstehe es nicht, wie Leute sich über jeden Scheiß freuen können. Das ist, sorry, so materielle Scheiße ist. Ich meine, Geld finde ich toll, aber alles andere ist einfach so. Die Leute stehen am Apple Store an, wochenlang, monatelang und freuen sich dann über ein neues Gerät und so eine halbe Sekunde, dann stehen sie wieder an, weil das nächste Produkt kommt ja wieder in 2 Monaten. Das macht keinen Sinn. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, ich bin vielleicht eher so der zynische Typ. Liegt vielleicht daran, dass so eine Subkultur, Subgeneration von denen, wir haben uns dann aber doch gefreut, Kindern gehöre. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich habe ja hier einen Bildungsauftrag, ich erkläre das gerne. Wenn du Eltern fragst, ob das Kind ein Wunschkind sei, sagen sie entweder ja und strahlen. Oder sie sagen nein, gefolgt von einem nüchternen, wir haben uns dann aber doch sehr gefreut. Das ist die Sonne unseres Lebens. Jeder Tag ist ein Wunder. Erst waren wir so, aber jetzt können wir uns das Leben gar nicht mehr ohne ihn vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir damals unsere Eltern gefragt haben. Wir waren damals am Frühstückstisch
Was seltsam ist, weil wir hatten eigentlich nie einen Tisch, aber scheinbar für diese Geschichte hatten wir einen Tisch. Und mein Bruder hat gefragt, ob er ein Wunschkind sei. Mein Vater meinte so ja und hat gestrahlt. Und meine Mutter war so hinter ihm, als wäre es so ein scheiß Porträt, als würde sie gemalt werden und sagt so ja. Yeah. Wunschkind. Und dann habe ich gefragt, nicht weil es mich interessiert hätte, aber ich habe einfach lange nichts mehr gesagt. Und ich dachte einfach, sei mal kein Komparse in deinem eigenen Leben. Schreib dir mal ein bisschen Text. Also habe ich auch gefragt, und bin ich auch ein Wunschkind? Und mein Vater meinte, nein. Gefolgt von einem nüchternen, was soll ich machen? Und dann hat er einfach 7 Minuten ins Nichts geguckt. Die Stille, einfach so blank. Man konnte nicht sehen, wie er darüber nachdenkt, wie viel Geld er hätte sparen können. So. Ratter, ratter. Und ich kann mich an den Tag noch erinnern, nicht nur, weil wir einen Tisch hatten, was ein Highlight ist, sondern wir hatten Kellogg's Frosties, das ist ein Highlight. Kellogg's Frosties, original mit dem Tiger drauf. Das hatten wir. Heutzutage ist egal, heutzutage sind auch auf den Billigprodukten Tiger drauf und Meerschweinchen und Hamster und was auch immer Sinn macht. Verstehst du eigentlich? Früher war das nicht so. Früher die Billigversion von Fruit Loops, du bist in den Laden reingegangen, die Billigversion von Fruit Loops war einfach so ein großer weißer Karton und da stand in großen Druckbuchstaben drauf, die Billigversion von Fruit Loops. Daneben war Billigmilch und daneben River Cola im Glas, das war so die Zeit, wisst ihr Bescheid. Und wir hatten auch nie zwei Sorten von Cornflakes, wir mussten immer erst eine essen, dann haben wir die nächste bekommen. Immer, ich sag's wie es ist, Leute, wir haben gelebt wie Tiere, okay, ihr wisst Bescheid. Autobiografie steht da, wir hatten nur eine Sorte von Cornflakes, wie die. Wenn wir bei anderen Leuten zu Hause waren und die hatten mehr als eine Sorte von Cornflakes, für uns waren es die reichsten Menschen der Welt. Weil die hatten Optionen im Leben. Die sind morgens aufgewacht mit Optionen im Leben. Die einzige Option, die wir hatten, war Milch ist allein im Wasser, halt die Fresse. Das war das Einzige, was bei uns abging. Kellogg's Frosties, ich kann mich noch an die Werbung erinnern, dass und Tony der Tiger, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dass dieser Junge, 12, 13 Jahre alt, ich habe keine Ahnung, vielleicht auch jünger, läuft die Straße hoch und dann sieht er so eine Gruppe von anderen Jugendlichen, die gerade so Basketball spielen und er denkt sich so, die mache ich fertig. Keine Ahnung, was er sich gedacht hat, die spielen, die machen voll fertig, den Jungen. Und dann ist irgendwo eine Ecke und weint wie eine kleine Schlampe. Und dann kommt, dann kommt Tony der Tiger von der Seite. Er war einfach mal die ganze Zeit da und hat den Kindern beim Basketballspielen zugeguckt, keine Ahnung, was er hauptberuflich macht, aber das war so seine Aufgabe an dem Abend. Da kommt. Ist einfach so ein 3 Meter Zeichentrick-Tiger. Keiner hat ihn gesehen. Kommt einfach von der Seite. Er hat nicht mal eine Hose an, okay? Ist total. Damals haben wir es nicht in Frage gestellt. Heute denken wir so, hey, Moment mal. Manchmal trägt er eine Latzhose, was meiner Meinung nach nicht besser macht. Das ist einfach nur so zopp offen. Weißt du, was ich meine? Das macht irgendwie. Jedenfalls, er kommt von der Seite und sagt, hey. Gibt ihm auch noch das Essen. Okay, es ist Pedo 101, er gibt ihm Essen. Das ist so das Erste, was man sagt. Nee, nimm nichts von Fremden an. Er ist so, hier. Specke den Tiger an, Digga. Damals haben wir uns nichts dabei gedacht. Wir waren so jung und unschuldig. Jedenfalls essen sie dann und dann spielen sie nochmal gegen so 5 Kinder und die machen sie voll fertig und am Ende geben sie sich High Five und Slow-Mo, so yeah. Keiner hat Zeit gestrichen, die haben gerade 15 Kilo Zucker gegessen, das ist denen scheißegal. Das ist so eine bescheuerte Werbung. So im Nachhinein denke ich so, meine Situation wäre viel besser gewesen für so eine Kellogg's Frosties Werbung. Weißt du, du hast so einen Jungen, 12 oder 19 Jahre alt, ich habe keine Ahnung, ich habe ziemlich lange zu Hause gehabt. Und fragt seine Eltern, aber Wunschkind sein, der Vater sagt, Süß machen. Und dann fährt die Kamera so 17 Minuten langsam raus. Das ist eine lange Werbung, Leute, so ist das Leben. Fährt langsam raus und du siehst neben diesem kleinen Jungen, der traurig an seine Cornflakes guckt, siehst du Tony den Tiger, der gerade eine Zigarette raucht und sagt, sorry Kleiner, aber siehst mal von der positiven Seite. Du kannst 3 Meter Zeichentrick-Tiger sehen. Was willst du mehr vom Leben? Besser wird's nicht. Weißt du, damit kann ich arbeiten. Das ist realistisch, das sind Fakten. Weißt du? Die ganze Freude und Euphorie für nichts, ich versteh's einfach nicht. Ach, ist nicht meine Welt. Vielleicht bin ich deswegen so. Freude und Euphorie, Ahnung. Deswegen kann ich Fußball auch nicht verstehen, ganz ehrlich. Es geht voll an mir vorbei. Laufen von Leuten drin rum, einer schießt ein Tor, danach macht er Saltos und Flickflacks.
Er macht danach mehr Sport als währenddessen. Verstehst du einfach nicht. Flippt total aus. Jetzt hat er gerade einen Glurak gefangen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, mit was für einer Erwartungshaltung sie in das Spiel reingehen, dass sie so ausflippen. Als hätte der Trainer gesagt, Leute, wir spielen heute Fußball. Ziel ist es, dass einer von euch 11, 12 Leuten es schafft, diesen Ball in dieses Tor zu schießen, was größer ist als die meisten Zwei-Zimmer-Wohnungen. Aber versuch's gar nicht, weil es unmöglich. Ich kannte mal jemanden, der kannte jemanden, der hat es geschafft, aber der ist jetzt auch schon tot, das ist unmöglich. Toni, der Tiger ist heute auch nicht da, das ist unmöglich. Dann schafft es einer, macht Salzus und Flickflacks, das ganze Team rennt auf den einen zu, der es geschafft hat. Wie hast du es gemacht? Keine Ahnung. Ich hab's so gemacht, der Ball geht rein, so, what? Nachher versuchen wir es mit dem Kopf, okay, das ist gut. Schieß mich einfach ab, ich stehe davor. Publikum flippt aus. Es werden Filme gemacht, Sommernachtstraum, das Wunder von Bern. Das Wunder von Bern ist ein Wunder. Etwas Unmögliches ist passiert. Tore sind geschossen, ein Wunder. Jesus und Fußball auf derselben Ebene. Wasser zu weinen, ist ein Dreck. Saltos und Flixbox. Beim Golf könnte ich es verstehen. Der Ball ist so groß, das Loch ist so groß. Keiner macht Flickflax. Du hörst den Kommentator, der sagt, er steht am letzten Loch, er ist bereit zum Einputten. Oh, der Ball ist schon drin. Jetzt kommt eine attraktive Frau, sie überreicht ihm einen Scheck im Wert von 23 Milliarden Dollar. Das Publikum flippt aus. Und du siehst hinterher schon, das Publikum, die wollen klatschen, die können aber nicht, weil alle am Tee halt immer so. Und du siehst hinterher schon, den Vater vom Spieler, er war noch nie so stolz auf seinen Sohn, er macht nur so. Und sein Sohn macht auch nur so. Das ist mein Level von Euphorie, damit kann ich arbeiten. Alles andere ist too much. Too much. Fußball spielen, Golf spielen. Die arbeiten nicht mal. Wir machen nicht mal Geheimnis draus. Wir sagen Fußball spielen, Golf spielen. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir gehen Fußball arbeiten. Weißt du? Wir geben ihnen so viel fucking Geld für Spielen. Gott. Einfach mal Katar, Sklaverei, war uns scheißegal. Wir wollten Leuten beim Spiel zugucken. Lass die mal spielen. Und ich komme auch damit klar, dass die nicht wussten, wie die sich jetzt politisch engagieren sollen. Weil das sind Spieler, die spielen nur. Erwartet nicht zu viel von denen, lasst die einfach spielen. Das andere ist unsere Entscheidung eigentlich. Die Erwachsenen müssen eingreifen, wenn sowas ist. Nicht die Spieler, die spielen nur. Gott, spielen. Das ist so, als würdest du zum Sandkasten gehen und sagen, boah, der Peter buddelt aber toll. Gib dem mal einen Vertrag. Der buddelt irgendwann mal mit den ganz Kleinen. Spielen! Gott! So, jetzt habe ich mich in Rage gequatscht. Ist in den Text vergessen passiert. In letzter Zeit bin ich mega vergesslich. Letztens war ich joggen und habe voll vergessen, dass ich joggen war. Ich dachte so, warum rennst du? Dann dachte ich mir, du hast dir bestimmt was dabei gedacht, als du angefangen hast. Zieh durch. Dann dachte ich mir, vielleicht rennst du ja vor jemandem weg. Ich habe mich umgedreht, da war keiner, da dachte ich, ja, lauf weiter, du hast Vorsprung. Seltsam. Seltsam, aber nicht unangenehm. Unangenehm finde ich es ja, wenn ich bei anderen Leuten zu Hause auf der Toilette bin und mehr als einmal spülen muss. Weil ich weiß, die hören das. Seien wir ehrlich, keiner lebt im Schloss. Wand, Klo, die wissen sofort, was los ist. Alles dringt durch. Ich versuche das mal zu überspielen, indem ich nach dem zweiten Spülen laut anfange, Selbstgespräche zu führen. Sagst du was? Ja. Oh. Das zweite Spülen war ja voll überflüssig. Das Stück Taschentuch
mit welchem ich mir leise die Nase geputzt hatte, hätte ich ja auch in Müll schmeißen können. Ich nahm. Ich werde mal sehr theatralisch auf Klo. Aber du weißt, du hast es geschafft, in uns Wohnzimmer gehst und das Freund von dir macht so souverän. Keiner hat's gemerkt. Aber das mit den Selbstgesprächen hilft, weil ich fange schon mit an, bevor ich auf Klo gehe. Stehe so an der Tür und sage, oh, oh! Das riecht ja seltsam hier. Jetzt schon! Bevor ich überhaupt angefangen habe. Öff, ich spül schon ein paar Mal vor. Könnte länger dauern wegen der Konzentration. Tipps und Tricks, Leute, Tipps und Tricks. Ganz feiner Klohumor. Hab ich die Leute erreicht. Ich bin neulich die Straße hochgelaufen. Oder runtergelaufen, ich habe keine Ahnung. Für mich wirkte das sehr eben, aber ihr redet so. Das ist eure Sprache, ich mache nur mit. Wenn man zu weit hoch geht, ist es auch eigentlich ein Berg, aber keiner sagt, ich bin ein Berg hoch. Ist einfach die Straße hoch, das ist so bescheuert. Ich war auch nicht auf der Straße, sondern daneben. Die Leute fragen mich, Massens, bist du eigentlich oft auf der Straße angesprochen? Ich sage, nee. Weil da sind Autos. Ich bin auf dem Gehweg, Fußgängerzone, Gehweg. Eltern sagen den Kindern immer, lass dich nicht von Fremden auf der Straße ansprechen. Und ich mir denke, vielleicht sollten die Kinder mal zuhören, was diese Fremden zu sagen haben. Vielleicht sagen sie was wie, hey, ich möchte nicht stören, aber runter von der Straße. Hier sind Autos, gefährlich. Wo sind denn Eltern? Die sind jede Menge Kinderficker-Tiger. Pass auf dich auf. So eine Scheiß. Eltern sagen den Kindern auch immer, hör auf mit der Schere rumzurennen. Hör auf mit der Schere rumzurennen. Wo ich mir denke, wo ist das Problem hier gerade? Die Schere oder das rennende Kind? Ist ehrlich, Kinder brauchen keine Schere, um sich zu verletzen. Da reicht auch ein Löffel. Das sind einfach dumme Kinder. Du brauchst gar nichts, einfach dumme Kinder, die rennen einfach so, hier sind Säulen, die rennen einfach rum, bam, tot. Weißt du, was ich meine? Gib der Schere nicht die Schuld. Bam. Mit Kindern ist es so wie mit Katzen. Wenn du bei jemandem bist, der welche hat, dann sagt er, ey, pass auf. Wir sind irgendwo welche. Die waren schon, das sind keine Wunschkinder, die waren schon da, als wir eingezogen sind. Können jederzeit rumspringen. Manchmal haben sie eine Schere in der Hand. Ich schwöre, die sind crazy. Aber die sind die Sonne unseres Lebens. Keiner sagt, pass auf, hier ist irgendwo eine Schere im Raum. Weißt du, keiner sagt, pass auf, in der Schublade ist nicht gern. Vor allem verstehe ich auch nicht den Drang, so ein Kind zu belehren. Weißt du, wenn ich in einen Raum betrete und da ist ein Kind mit einer Schere was rumrennt, denke ich auch nicht, das Kind muss ich belehren. Ich denke mir, am besten, ich gehe wieder zurück in den Raum, in dem ich vorher war. Wo kein verrücktes Kind ist mit der Schere, was rumrennt. Das wird seine Lektion schon lernen. Dumme Kinder. Man sagt, man geht die Straße entlang. Heißt ja nicht, dass man auf der Straße geht. Man sagt ja auch, man geht den Fluss entlang. Heißt ja nicht, dass man auf dem Fluss geht. Geht ja nicht. Weil da sind Schiffe. Nachher wirst du noch von so einem Schiff überschwommen. Krass, ne? Du sagst trotzdem überfahren. Ich meine, du stürmst doch nicht, wenn ein Flugzeug dich überfliegt. Das müsste dich schon überfahren. Aber ganz ehrlich, wenn ein Flugzeug dich überfährt, hast du es irgendwo verdient. Ich meine, dann musst du dich ja mega dumm anstellen, weißt du? Die Räder sind hier, die Flügel sind da, das ist kein Problem, ich habe eine Schere in der Hand. Dumme Kinder. Eigentlich müsste man ja sagen, ich gehe die Wohnhäuser entlang. Aber dann klingt man wie so ein Triebtäter. Ich gehe mal eben die Wohnhäuser entlang. Oder wie ein Architekt, aber ich gehe vom Schlimmsten aus. Ich bin auch so ein Creep. Neulich bin ich die Wohnhäuser entlang gegangen.
Und wie ich so gehe, merke ich, wie eine Frau gerade in ihre Wohnung wollte. Weißt du, sie hat Schlüssel in der Hand, wollte gerade rein. Und ohne zu merken, flüstere ich laut, da wohnst du also, ha? Huh? Früher habe ich sowas mit Absicht gemacht. Mittlerweile ist es einfach Autopilot, ich habe gar keine Kontrolle mehr darüber. Ich weiß, irgendwann wird es klappen. Irgendwann steht da eine Frau und sagt, na komm rein, du Schlawiner. So charmant, dieser junge Mann. Man sagt, man geht spazieren. Man geht spazieren, habe ich als Kind nie verstanden. Wenn meine Eltern früher rausgegangen sind und meinten, wir gehen spazieren, habe ich nicht verstanden. Weil im Grunde genommen sagen sie ja nur, wir gehen. Gehen. Das heißt, du gehst und erst ab einem bestimmten Punkt fängt das Spazieren an. Das heißt also, draußen jemand siehst, der geht, dann weißt du gar nicht mehr, geht. Oder schon spaziert. Das heißt also, du kannst erst sagen, ich spaziere. Wenn dich jemand anruft und sagt, ey, was machst du gerade? Sagst du, ich spaziere. Wolltest du nicht auch spazieren gehen? Also, nee, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich würde die ganze Zeit nur da gucken. Eigentlich wollte ich auch joggen gehen. Das ist eure Sprache. Wir gehen Auto fahren. Das ist eure Sprache. Ich mache mit. Jedenfalls, ich war draußen. Fassen wir es kurz. Ich war draußen. Und dann bin ich an so einem verlassenen Supermarkt vorbeigegangen. Und ich dachte, ich würde gern. Also man hat erkannt, es war ein verlassener Supermarkt mit so einer automatischen Eingangstür. Ich dachte, ich würde gerne in so einem verlassenen Supermarkt leben, weißt du, mit dieser automatischen Eingangstür. Spartanisch eingerichtet. Ein Fernseher, ein kleiner Perserteppich. Ab und zu kommen Leute rein und sagen, entschuldigen Sie, haben Sie noch geöffnet? Ich sage, nein. Ich will einfach nur genervt sein dürfen, weißt du, so, nein. Ich wohne hier. Und die aber hier sind so viele Einkaufswagen. Ja, das sind meine Einkaufswagen. Sind überall Chips drin. Die aber das so viel essen im Kühlregal. Ich sage, ja, das ist mein Essen, ich esse hier. Und die dann so, oh, sorry, dürfte ich vielleicht die Toilette benutzen? Sag ich, nee, die Toilette ist nur für Kunden. Psychospielchen. Aber auch wenn, dann müssen die warten, weil das gerade ein Flüchtling auf Klo, der seit 3 Stunden Selbstgespräche führt. Da habe ich das Ausländerthema wieder gebracht, tut mir leid. Ich wollte nicht diese Ethnoschiene fahren werden. Wir hatten damals auch deutsche Freunde. Ich weiß deren Namen nicht. Wir haben sie mal die Deutschen genannt. Jedenfalls haben wir die Deutschen zu uns mal zum Essen eingeladen. Das war ganz nett. Wir haben ein Soufflé hingelegt. Für die von euch, die keine Ausländer sind oder ausländische Freunde, haben Soufflé ist einfach nur so ein Tischtuch. Legt man auf den Boden. Tischtuch halt, so ohne Tisch. Da sind dann die ganzen Speisen, da sitzt man da und ist ganz nett. Ist wie so ein Picknick zu Hause, ist ganz nett. Jedenfalls, ja, lacht über unsere Kultur hier in Nazi-Wechsel. Jedenfalls. Guck mal, die Penner, die haben keinen Tisch. Jedenfalls sitzt man da und isst, das war ganz nett. Ein paar Wochen später haben uns die Deutschen zu sich zu Hause noch zum Essen eingeladen. Das war auch nett. Die haben auch ein Soufflé hingelegt, weißt du, wo wir saßen mit den ganzen Speisen. Das war ganz nett. Es war nur seltsam, die Deutschen selbst saßen am Tisch neben uns. Die Tochter hat ab und zu Brot runtergeworfen. What the fuck? Slow car. Wir waren froh, dass es 2 Sorten von Cornflakes gab, aber trotzdem, wirf kein Brot auf uns. Ach, ihr Deutschen. Ihr seid witzig, uns zu wollen. Ich mache jetzt übrigens auch dieses deutsche Zwinkern. Dieses Doppelzwinkern. Das macht die Deutschen, wenn ich mit einem Auge zwinkern könnte. Wir können nicht dieses Casual, hey, wie geht's? Sie macht immer so, ich sehe dich. Voll süß, sie macht es auch, wenn ihr Danke sagen wollt. Oder wenn ihr einen kleinen Streich spielt, immer so. Erwischt. Süße Deutschen. Ich würde aber niemals eine deutsche Frau langfristig daten, weil die altern nicht so gut. Es tut mir leid. Don't kill the messenger. Ist immer ziemlich gleich. Die Haare werden weiß, kurz, lockig. Die sehen aus wie stylische Schafe. Es tut mir leid.
Mir fällt die Reaktion, die Männer lachen am lautesten, die Ausländer auch und die deutschen Frauen selber nur so. Wir merken uns das. Aber ihr könnt gut backen, yay. Yeah. Super Bäcker in der Weihnachtsbäckerei. Toll könnt ihr backen. Super, die wiederhergestellt. Apfelkuchen, Bienenstich, Schweineohr. Keine Ahnung, wie ihr auf den Namen gekommen seid. Das nennen wir Schweineohr, weil das sieht aus wie von einem Schwein Dion. Das nennen wir Bienenstich, weil es sieht aus wie etwas, was von einem. Bienenstich, okay, halt die Fresse, auf Fragen zu stellen. Stefan, er stellt wieder Fragen. Das ist Apfelkuchen, das Kuchen und Apfel, halt die Fresse, ist alles erklärt. Ach, ihr Deutsch. Ihr seid witzig, ohne es zu wollen. Das finde ich mega toll. Deutsche Comedians, buch, aber. Oh, ihr wisst, was draußen los ist, seien wir ehrlich. Deutsche Comedy ist nicht so mein Ding, aber deutsche Pornos, Hammer. Das ist die beste Comedy. Und damit meine ich nicht mal dieses mit dem, warum liegt hier Stroh oder Alarm, Alarm. Das ist geil, die Kenner haben sich sofort geoutet. Ja, Mann, geil. Ah, das sind nur 2 von Milliarden. Ich habe neulich einen deutschen Porno geguckt, aus Recherchezwecken. Und es fing damit an, dass ein Bett und Laptop ist offen und da ist ein Typ. Man sieht die Unterhälfte von seinem Körper, der Rest von seinem Körper ist auch da, ihr müsst auch ein bisschen mitdenken, okay? Er ist voll dabei, guckt am Pornos voll dabei und da kommt eine asiatische Frau in den Raum und sagt, oh ho ho, sieh mal einer an, Palim Palim, mein zukünftiger Schwager in Spee, der morgen meine Schwester heiraten wird, betrügt jene Schwester einen Tag vor der Hochzeit mit einem Porno. Und ich dachte so, wow. Die ersten 10 Sekunden vom Porno und ich habe schon viel zu viele Informationen. Dann bläst sie ihm ein, was scheinbar die natürliche Konsequenz zu sein scheint. Wenn man beim Runterholen erwischt wird, wo ich schon mal froh bin, dass mich meine Eltern nie erwischt haben. Aber hey, andere Länder, andere Sitten. Spaß. Jedenfalls sind sie voll dabei, sind am Bumsen und mittendrin ruft sie so, ja, besorgst du mich jetzt, kannst du ja noch, weil morgen heiratest du meine Schwester. Und ich so, ach ja, stimmt, da war ja was. Danke für den roten Faden. Ich brauche eine Storyline, Leute, ich bin kein Tier. Jedenfalls sind sie fertig und am Ende macht der, er macht Liebe in ihr Gesicht. Wie so ein Glücksbärchen. Ah! Liebe! Und sie ist dann so, ich muss diese dreckige Liebe aus meinem Gesicht wischen. Ich muss ja noch los. Ein Hochzeitskleid kaufen mit meiner Schwester. Und ich dachte so, hey, Moment mal. Die Hochzeit ist morgen. Und sie hat immer noch kein Kleid. Jetzt wird's unrealistisch. Jetzt habt ihr mich verloren, so kann ich nicht arbeiten. Ich finde es mal mega faszinierend, wenn ich in diversen Städten bin und so Storys erzähle. Weil in Berlin kann ich sowas erzählen ohne Probleme, aber es ist immer interessant, dass in anderen Städten, so wenn ich auf Tour bin. Tour ist bei mir eigentlich immer nur, ich fahre irgendwo, mache mein Auto und fahre wieder zurück, ist ziemlich tragisch, aber mittlerweile habe ich einen besseren Booker, das ist echt geil. Jedenfalls ist das schön, den Unterschied zu sehen. Weil uns in Berlin Standard von Niveau ist ganz in einem anderen Raum, weißt du, ist eine ganz andere Welt. Für die von euch, die keine Ahnung haben, vielleicht eine kleine Anekdote über Berlin. Ich war neulich in Berlin im Restaurant und Bonsi, wie ich bin, habe ich den Kellner gefragt, entschuldigen Sie, haben Sie frisch gepressten Orangensaft? Und er so, nee, hier ist nichts frisch. Das ist Berliner, weißt du, woran du bist. Anders mal war ich in der Kasse vom Supermarkt und die Kassiererin war ziemlich süß und jung, was selten ist. Normalerweise sind es mal etwas ältere, dickere Frauen mit so Sehnscheideentzündung an Schuhen. Keine Ahnung, was da los ist, die sehen aus wie Profibowler. Jedenfalls, sie war ziemlich süß und jung. Deswegen dachte ich, ich flirte sie mal an mit dem Standardspruch, den man kennt aus Film und Fernsehen. Ich meine, Nadel,
wann hast du Feierabend? Und sie, die Öffnungszeiten stehen draußen an der Tür. Du Freak. Berlin. Da weißt du, woran du bist. Ich liebe es, die beste Stadt der Welt. Ist einfach, ich könnte nirgends woanders wohnen. Wir haben unseren eigenen Ranz, aber man hat sich dran gewöhnt. Das ist Charme. Ich bin gerne da. Ganz sicher, ich bin gerne in Deutschland. Also für mich ist das Highlight Busfahren. Das ist scheiße. Am liebsten fahre ich Bus, wenn zwei Busse derselben Linie gerade an der Haltestelle stehen. Weil dann steige ich in den hinteren Bus und sage dem Fahrer, folgen Sie dem Bus. Keine Polizei mag, ist die Fahrkarte. Folgen Sie dem Bus. Scheißegal, ob er es lustig findet. Das Ding ist, er muss es machen. Das ist Macht. Das ist Pseudomacht, aber es ist mir egal, ich nehme, was ich kriege. Ich bin jetzt auch in dem Alter, wo Kinder das tun, was ich sage. Nicht meine Kinder, sondern Kinder, die so da sind. Total faszinierend. Ich habe Zeichentrickschuhe an, aber trotzdem, Kinder haben die Autorität anerkannt. Akzeptiert. Ich kann einfach auf so ein Kind zugehen und sagen, hey, was machst du da? Auf damit. Ist egal, was die machen. Die fühlen sich ja richtig. Das tut mir leid, können wir Freunde sein. Ich mach's nie wieder. Dumme Kinder. Du kannst einfach so ein Kind zugehen und sagen, hey, was isst du da? Schokolade? Gib mir die Schokolade. Ist total faszinierend. Du kannst einfach so ein Kind zugehen. Geh nicht auf ein Kind zu. Sorry, falsche Message. Keine Ahnung. Warte einfach. Leg Schokolade hin und versteck dich in den Büschen. Ist mir scheißegal. Ich distanziere mich von allem. Sag kein Creep, sag kein Tony der Tiger. Faszinierend, ihr. Ihr merkt wahrscheinlich, ich mache observative Comedy, so Sachen aus dem Leben. Ich erzähle Sachen aus dem Leben und ihr so, großartig, kenne ich, gib dem Geld. Sachen aus dem Leben. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ihr seid gerade am Essen, jetzt im Bett oder am Tisch, dann fällt euch was Kleines runter, ihr auf, nimmt es im Mund, kaut und denkt so, Ich glaube, das ist mir gerade gar nicht runtergefallen. Ich glaube, das liegt da schon ein bisschen länger. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es was zu essen war. Einfach weiterkauen, das wird sich schon zersetzen. Sachen aus dem Leben. So habe ich mich auch gefragt, wie damals Zäpfchen entstanden sind. Zäpfchen? Ich dachte mir, da waren bestimmt zwei Ärzte, total gelangweilt. Und der eine meint zum anderen, Alter, die glauben uns jeden Scheiß. Ich bin mir sicher, wenn wir eine lächerlich große Tablette rausbringen und denen sagen, die müssen sich die in den Arsch stecken. Die würden das tun. Und der andere so, niemals. Niemals, Ohr vielleicht, niemals Arsch. Zäpfchen, wisst ihr Bescheid. Sache aus dem Leben. Neulich war ich in der U-Bahn. U-Bahn sagt euch was, ne? Ja? Habt ihr? Okay, sorry. Ich will jetzt nicht 15 Minuten lang reden und die gucke ich alle an, den Baum. Jedenfalls, ich war in der U-Bahn, die U-Bahn war alles ziemlich voll, außer hier so ein Abteil, wo so eine Dreierbank war und hier eine Dreierbank und dann fängt eigentlich schon der nächste Wagen, also der hört auf und dann geht's halt weiter. Jedenfalls war alles voll außer da, aber da war so ein großer Typ mit so einem riesen Hund, dieser Hund, der bei Tom und Jerry ab und zu mal einen Auftritt hat. Stargast jedenfalls, dieses fette Riesending, dieser Graue, ihr wisst, was ich meine. Sparky, Spike, ich will die Rasse wissen, nicht den Namen, die scheißen Nerds. Spike, ja, wir wissen, was für ein Hund das ist. Spike. Jedenfalls, ich hatte ein bisschen Hemmung, da zu sitzen. Deswegen habe ich gefragt, ob es okay ist. Den Besitzer, nicht den Hund, wie gesagt, ab und zu ein bisschen mit. Und der Besitzer war einfach nur so, gleichzeitig fühlte ich mich auch ein bisschen beruhigt, weil der Hund sah ein bisschen träger aus, weißt du. Der hatte einen Maulkorb auf und war einfach so auf dem Boden. Wie so ein Frosch an der Scheibe, einfach so, ugh. Wo ich mir denke, Alter, wo ist deine Würde? Dein Penis hängt da voll drauf, Alter. Wo ist deine Haltung, Alter? So ein Mindestmaß an Haltung sollte schon drin sein, weißt du, was ich meine? Es tut doch weh. Jedenfalls habe ich mich da hingesetzt und gedacht, okay, alles safe. Ich guck einfach weg. Ignoriere den Hund einfach. Ich habe aber gemerkt, der Hund will, dass ich ihn angucke. Ich habe rüber geguckt, der Hund starrt mich einfach an.
Und sie hat Augenringe unter den Augenringen, unter den Augenringen. Ich denke so, okay, chill, machst du, guck einfach weg. Aber dann merke ich, nee, der Hund will, dass ich ihn angucke. Dann gucke ich ihn an, der Hund macht einfach so. Und nimmt seinen Maulkorb ab. Er hatte keine Lust mehr. Er war so, das war vor Corona, er war so scheiß auf die Maskenregel. Ist mir scheißegal. Was ist, ich wusste nicht, dass es eine Option ist, er hat sie einfach abgenommen. Ich dachte, okay, ich gucke einfach weg. Dann gucke ich wieder hin, der Hund steht auf einmal. Ich denke, wie hat er das geschafft? Wie so ein Ninja, er steht einfach und hechelt mich so an. Und dann geht der Hund und ich sehe, er hat Zähne unter den Zähnen, unter den Zähnen. Und dann wurde ich ohnmächtig. Ich weiß, ich bin für euch voll der Star, voll der Übermensch und so, aber ich habe auch meine Probleme und Komplexe. Zum Beispiel habe ich voll die hohe Stirn. Ich weiß, das reflektiert und also, oh mein Gott, die Sonne geht auf. Keine Ahnung. Seid mal nicht so ein Arschlöcher. Früher bin ich mal so rumgelaufen, habe mit Augenbrauen verdeckt, so. Leute, ich dachte immer, ich wäre krass interessiert an ihrem Leben. Was du nicht sagst. Neulich bin ich die Straße hochgelaufen und da war jemand, den ich kannte. Und ich war so, da habe ich gemerkt, ich kenne den gar nicht, aber ich war schon too committed. Ich war so, scheiße, auf. Der kennt mich nicht, dann denkt er einfach, ich sehe so aus. Jedenfalls hatte ich mal eine Affäre mit einer Frau, die hatte noch eine sehr viel höhere Stirn als ich, aber sie hatte sehr viel mehr Humor, was das angeht. Und wir waren bei ihr zu Hause verabredet. Sie hatte schon geschlafen, ich hatte einen Schlüssel. Ganz recht, Leute, das ist eine Erwachsene-Leute-Beziehung jetzt. Und in die Wohnung rein, sie lag schon im Bett, hat geschlafen, wie gesagt, höhere Stirn, sehr viel mehr Humor, aber auf ihrer Stirn stand geschrieben, sorry, ich war schon müde. Essen ist im Kühlschrank. Ich bin am Tag danach vorher wach geworden. Ganz recht, in dieser Geschichte gibt es einfach gar keinen Sex. Und habe auch wirklich geschrieben, hey, guten Morgen, danke fürs Essen, es war gar lieblich. Übrigens, Tobias hat angerufen. Donnerstag geht klar. Ach ja, ich habe über die Sachen nachgedacht, die du gesagt hast. Du hast recht, es sind die kleinen Dinge im Leben, die wichtig sind. HDL, ach, weißt du was, wir sind erwachsene Menschen. Ich schreibe es aus. Ich habe dich lieb. Gruß, Masud Akbar Sorte. Ihre Notiz habe ich natürlich dran gelassen. Wäre scheiße, wenn ich mitten in der Nacht so rumwische. Wäre auch scheiße. Naja. Das ist cool. Ihr seid was, wie viele Mädchen seid ihr? Ihr seid hier, du bist mit ihr zusammen, ne? Nein? Ihr seid nur Freunde? Ihr kennt euch aber. Geschwister. Das eine schließt das andere nicht aus. Das ist für so ein Dorf hier. Okay, und ihr vier Mädchen, der Rest, gehört ihr zu dem Typen da drüben? Keiner kennt niemanden. Na, schön zu wissen. Dankeschön. Hey, na du. Ich musste letztens darüber nachdenken, wie das wäre, wenn du einen Korb kriegst von einer Frau, wenn sie dir wirklich einen Korb geben müsste. Also einen richtigen Korb. Bestenfalls handgeflochten. Fakt ist, sie könnte dann nicht immer Nein sagen, weil irgendwann hätte sie keine Körbe mehr. Aber was mach ich mit dem ganzen Körb? Ich kann niemanden mehr zu Hause einladen. Ich kann die ja nicht wegschmissen. Ich schmeiße diese Hand. Jeder kommt nach Hause und denkt so, das ist ja ein Loser. Ich kann nicht sagen, die habe ich vom Korbfestival oder so. Ah, das Einzige, was ich machen kann, ist einen Korbladen aufmachen. Mensch, Loser. Ich bin schon ziemlich lange Single. Ich bin Single, seit meine letzte Freundin Schluss gemacht. Sie hat nicht Schluss gemacht, sie hat mich eher betrogen, aber du lernst. Du lernst aus jeder Beziehung. Von ihr habe ich gelernt, wenn du einen Raum betrittst, in dem zwei Leute Sex haben, ist es nicht automatisch ein Dreier. Das ist einfach eine sehr unangenehme Situation. Jetzt an Stirn, ich so, okay, was ist jetzt mein, wo ist das Drehbuch? Ich weiß nicht genau, was ich mit dem mache. Aber sie war sowieso voll die Drama Queen, weißt du, ich meine, das war. Sie hat einmal den Wochenschluss gemacht und war wirklich so Drama-Scheiß, war so Tür zu knall gegangen und dann kam sie wieder und hat den Film noch zu Ende geguckt. Weißt du, ich meine, das war. Die ganze Zeit so ein Scheiß. Aber irgendwann war die Sache vorbei. Irgendwann meinte sie so, machst du das vorbei, du wirst eh niemanden finden, der besser ist als ich.
du wirst alleine sterben. Das ist ein gängiger Spruch, ne, den man hört, du wirst alleine sterben. Also nicht ich, das wäre ziemlich traurig, aber so ein Redensart, man sagt es halt öfter. Wo ich denke, ja, das klingt wie Optimalfall. Wo soll ich sonst sterben, weißt du, ich meine? Auf dem Kindergeburtstag, ich möchte niemanden bedrängen. Keiner mag Leute, die in der Öffentlichkeit sterben. Wenn die Bahn zu spät kommt und sagen, sehr geehrte Damen und Herren, wir hatten Menschenunglück, keiner, also keiner hat Empathie, alle so, boah, kann er nicht vom Balkon springen, was ist das für ein Loser? Hat er keinen Balkon? Kein Wunder, dass er sich umgebracht hat. Weißt du, ich meine so. Null Empathie. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich sterbe, für mich, wenn ich so in so einer Runde bin am Essen, dann wäre es so für mich, als würde ich merken, ich muss übergeben. Ich wäre so, sorry, ich gehe auf Klo. Ich gehe sterben. Weißt du, ich meine. Ich möchte niemand zur Last fallen, weißt du, optimal wäre für mich, man findet mich irgendwann so 3 Wochen in der Wohnung, schon halb zersetzt, weißt du, so, allein sterben, ich meine ganz ehrlich, auf einem Kindergeburtstag wäre toll, nostalgisch, wäre für mich optimal, aber du musst auch an die anderen denken, die da sind, das ist der letzte Trauma, darüber redet man ein paar Wochen noch. Leute reden, die sagen, wir waren ja letztens auf dem Geburtstag von Gianluca. Und da ist einfach mal ein Mann verstorben. Keiner kannte ihn. Keiner hat ihn eingeladen. Er war einfach so da. Hat sich vom Buffet bedient, bevor es eröffnet war. Hat sich Torte genommen, bevor wir Happy Birthday gesungen haben. Und dann ist er verstorben in der Ecke. Mit Kuchen. Und 2 Kindern im Arm. So einer willst du nicht sein. Aha. Mitdenken. Alleine sterben. Ich bin letztens die Straße hochgelaufen oder runtergelaufen, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls war vor mir so eine Bilderbuchfamilie, weißt du? Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Hund. Eine Katze war wahrscheinlich auch irgendwo. Jedenfalls, ich wollte an dir vorbei, aber die sind so nebeneinander gelaufen und ich war voll genervt. Ey. Und egal wie artikuliert und nicht nett ich gewesen wäre, alles, was die sehen, ist ein alter, verbuckelter Mann mit ganz vielen Körben auf den Rücken, der so macht. Fakt ist aber, ich denke mir so, Alter, warum lauft ihr nebeneinander? Lauft, seid mal ökologisch, ihr könnt euch so eh nicht sehen. Lauft mal voreinander. Weißt du, was ich meine? Wir Enten. Denkt mal an andere. Aber ich komme aus Berlin, wir haben keine Enten. Wir haben nur Tauben. Das ist asoziale Pack. Tauben. Die Ratten der Lüfte, wie wir sie oft poetisch nennen. Ich sehe sie öfter auf dem Boden als in der Luft, ganz ehrlich. Letztens bin ich die Straße hochgelaufen und vor mir war so eine Taube. Ist nicht so, dass ich der Taube hinterhergelaufen bin. Also, da war einfach nur eine Taube und ich dachte, oh, eine Taube. Aber auch nicht im Sinne von, oh, eine Taube. Dass ich denke, ich bin so ein Taubenficker. Da war einfach nur eine Taube. Das ist ein Zufall, okay? Mein Ruf ist voll im Arsch. Jedenfalls war da eine Taube. Ich habe gemerkt, dass es eine Taube. Ich habe es gemerkt, weil sie anfing, paranoid zu werden. Weißt du, die hat uns nach hinten geguckt. Und ist im Zickzack gelaufen. Ich dachte, was ist denn hier los auf einmal? Hat versucht, mich abzuhängen. Hat sich so einen Kreis und Zickzack und alles Mögliche. Und Tauben sind auch dumm. Die wissen nicht, dass sie fliegen können. Mir fällt es immer in der letzten Sekunde auf, wenn sie in einem Auto angefahren werden. Also, was? Oh mein Gott, ich hatte keine Ahnung. Ansonsten, Tauben sind echt dumm. Die checken das nicht. Sie sind entweder mega faul oder einfach nur dumm. Jedenfalls habe ich dann irgendwann gemerkt, warum sie den Scheiß abzieht mit dem Ganzen so, oh mein Gott, der kriegt mich nicht. Ich habe gemerkt, die hat einen Zweig im Schnabel und hat Angst gehabt, da steht Zweig. Da wurde ich wütend. Hab ich den Ast hochgehoben und meinte so, fuck you, denkst du, ich brauch deinen fucking Zweig, ich bin ein erwachsener Mann. Fuck you. Hab ich mich beruhigt, mich mit der Taube auf eine Bank gesetzt und meinte, es tut mir leid. Es war eine harte Woche. Ich dachte, ich hätte einen Dreier, aber es war nur ein Missverständnis. Manche so, hey, willst du vielleicht einen Korb haben für dein Nest? Und die Taube war so, kuh. Ich habe die Geschichte einem Freund erzählt, der meinte, du hast dich mit einer Taube gestritten. Was ist los mit dir? Mit Möwen musst du dich streiten. Das sind Arschlöcher. Da ist mir klar geworden, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Jeder hat so seine eigenen Probleme, weißt du, was ist? Neulich war ich im Fitnessstudio, ganz recht, dieser Körper ist kein Zufall. Und ich habe mich von so einem Fitness-Buddy verabschiedet. Wir haben uns so gefistet und ich bin so gegangen.
Und wie ich so gehe, meinst du ihm, weil er arbeitet im Restaurant, meinst du, ihr habt bei euch im Restaurant eigentlich auch veganes Essen? Er war so, nee, wir haben bei uns im Restaurant kein veganes Essen. Ich weiß, du bist Veganer, finde ich voll toll, dass du das machst. Ich selbst könnte es nicht, aber voll toll, dass du das machst. Voll toll. Ich sehe das ja auch bei uns im Restaurant, die ganzen Eltern, die ganzen Väter, die kommen mit den Kindern ins Restaurant und sagen den Kindern, du musst Steak essen, du musst Ei essen, damit du groß und stark wirst. Aber eigentlich wollen sie nur nicht. Meinte dann so, ja, ich weiß, eigentlich wollen die nur Pommes und Spaghetti. Er so, ja, eigentlich wollen die nur Pommes und Spaghetti. Aber diese Väter, die kommen ins Restaurant und sagen den Kindern, du musst Steak essen, du musst Ei essen, damit du groß und stark wirst. Aber eigentlich wollen sie nicht. Sagen, ja, eigentlich wollen sie nur Pommes und Spaghetti. Er sagt, ja, eigentlich wollen die nur Pommes und Spaghetti. Aber diese Väter, die kommen ins Restaurant und sagen zu den Kindern, du musst Steak essen, du musst Ei essen, damit du groß und stark wirst. Aber eigentlich wollen die nur Pommes. Er sagt, ja, eigentlich wollen die nur Pommes und Spaghetti. Aber diese Väter, die kommen ins Restaurant rein und sagen, du musst Steak essen, du musst Ei essen, damit du groß und stark wirst. Aber eigentlich wollen die nur Pommes. Er sagt, ja, eigentlich wollen die nur Pommes und Spaghetti. Aber diese Väter, die kommen ins Restaurant. In dieses Land schicke ich die Frauen auf den Strich. Wo kommt das auf einmal her? Ganz schön eskaliert. Ich wusste nur, ich muss da weg. Meine Leute sagen oft zu mir, was? Du hättest doch gar kein Problem, an Frauen kennenzulernen. Du bist ein attraktiver Mann. Du machst Kickboxen, du hast 13% Körperfett. Ich sage, mit der Leute ist 9, erzähl ich schon. Attraktiver Mann, du kannst doch einfach eine Frau in der Öffentlichkeit ansprechen. Ich sage so, nee. Ich möchte niemanden in der Öffentlichkeit ansprechen. Ich möchte niemanden aus seinem Alltag reißen. Ich will ja auch nicht gerne in der Öffentlichkeit angesprochen werden, wenn ich so an der Ampel stehe und warte und dann quatscht mich eine Frau von der Seite an und ich sage, ey, sorry, ich muss mich hier gerade voll konzentrieren. Ich meine, ja klar, jetzt ist rot, aber dann quatscht mir und dann ist seit 10 Sekunden grün, ich habe es nicht mitbekommen. Und dann stehe ich auf dieser Mittelinsel wie so ein Depp. Und alle fahren an uns vorbei und sagen, guck mal, den Loser, der hat gar keine Reflexe. Seinen Körper auf den Rücken. Hast du nicht mal das geschafft? Bist du einfach im Nimmerland, weißt du? Du bist einfach auf dieser Insel, du bist nix, du bist nicht Teil der Straße. Mm-mm. Nee, nee. Nicht meins. Datingleben heutzutage ist, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin auch so ein Oldschool-Typ, weißt du, Händchen halten im Kino. Ich habe uns so ein sauberer One-Night-Stand, aber alles andere ist. Für mich ist too much. Ich verstehe die heutige Welt einfach nicht. Dieses Dating-Leben mit den Penis-Fotos. Das ist einfach nicht meins. Ich weiß auch nicht, wann ist der richtige Moment. Sie sagt so, hey Marcel, wie geht's? Ich so, jetzt vielleicht? Ich meine, wie sieht so ein Penis-Foto aus? Ist das eben die Zeitung von heute? Ist das eine Geiselnahme? Ich verstehe es einfach nicht. Kranke Welt. Kranke Welt. Leute schicken sich gegenseitig. Nicht gegenseitig, das wäre seltsam. Wenn ich ein Penisfoto schicke und sie mir auch und sage so: Schachmatt, in your face. 12-Zylinder. Ah. Kranke Welt. Neulich war ich auf einem Date, nennen wir es mal ein Date, und mittendrin meinte sie so: Meine Ex-Freunde haben sich mal beschwert, weil ich untenrum so eng bin. Ich dachte so, wo kommt die Info her? Keiner hat gefragt. Wer ist denn gerade? Was ist hier los? Und überhaupt, so eng kannst du gar nicht sein, wenn du schon so viele Bewertungen hast. Kranke Welt, Alter. Ist wieder. Ich habe auch gerne meine Ruhe. Weißt du, optimal wäre für mich, optimal wäre für mich, ich lerne eine Frau kennen, die Waisenkind ist. Weißt du, gar keine Eltern, gar keine Freunde. Das ist für mich optimal. Und wir heiraten auch, aber sie wohnt da, wo sie wohnt. Und ich wohne da, wo ich wohne. Wir haben auch Kinder, aber die wohnen auch woanders. So, solange keine Schere im Raum ist, ist alles okay. Neulich musste ich aber über Kindernamen nachdenken. Ich dachte, optimaler Name für so ein Kind wäre Kuh. Weil du über nachdenkst, du bist am Spielplatz und dann sind die ganzen Eltern da und die rufen, ja, Lukas, Pascal! Das geht doch voll auf den Hals, weißt du? Dann stehe ich einfach da und mach so, Kuh! Kuh! Doppelname, Kuh! Und deine Schwester, kann man stundenlang machen, weißt du? Taube hat mich auf die Idee gebracht, ziemlich cool. Kind sein war schon toll. Kinder haben ihre eigene Logik, ihre eigene Welt, in der sie leben. Das ist schon
Schon toll. Ich habe neulich auf dem Spielplatz gesehen, wie zwei Kinder sich gekloppt haben im Sandkasten. Die waren ungefähr gleich alt. Das ist wichtig. Das Kind ist sowas wichtig. Wenn du älter bist, wenn du 20 bist, du kämpfst gegen 27-Jährigen, ist scheißegal. Das ist nur Technik. Aber als Kind, wenn du 7 bist, du kämpfst gegen Baby, du bist einfach nur ein Arschloch. Und 7-Jähriger, der ein Baby hin und her tritt, das ist einfach nur voll daneben. Jedenfalls, die waren ungefähr gleich alt hier auf dem Sandkasten. Die waren gleich alt und dann sind sie am Kämpfen und eins dieser kämpfenden Kinder fällt auf so eine Sandburg, die zwei andere Kinder gebaut haben. Und eins dieser Sandburg-Kinder war so, hey, hey, keine Kämpfe im Sandburg-Bereich, vom Sandkasten. Und das andere Kind war so, ja, kämpfe nur im Kampfbereich vom Sandkasten. Die ganzen Eltern haben die Kinder voll ausgelacht. Die ganzen Eltern und Erwachsenen haben dann angefangen, die Kinder seltsam anzugucken. Und dann haben die ganzen Eltern mich seltsam angeguckt, weil sie gemerkt haben, ich bin der Einzige dort ohne Kinder. Dann habe ich meine Kamera genommen und bin gegangen. Bevor ich dachte wie ein Pedo, ich gucke ja nur, okay? Ich habe gesagt, observative Comedy. Wenn ich in den Zoo gehe, gehe ich auch nicht rein mit einer Giraffe. Ich gucke ja nur, ich gehe auch nicht raus mit einem Elefanten. Ich gucke ja nur, okay? Und überhaupt, ich habe gar kein Auto, ich kann gar keine Kinder entführen. Ich müsste auf ein Kind zugehen und sagen, hey, komm mit. Wir müssen aber zweimal umsteigen. Ich hoffe, du hast eine Fahrkarte. Schämt euch, dass ihr darüber alle lacht. Schämt euch. Ich habe die ganzen Namen über Kinder getrashed. I'm sorry. Ich find, Kinder sind mega faszinierend. Du kannst dem Kind alles erzählen, alles beibringen. Das Saum ist auch wie ein Schwamm. Du kannst dem Kind sagen, hey, zieh dir erst die Schuhe an und dann die Hose. Die machen das. Superman zum Beispiel, der trägt eine Hose und darüber eine Unterhose. Keiner, weißt du schon? Dem haben die das gesagt als Gag und der zieht es durch. Du kannst dem Kind sagen, ey, ess die roten Gummibärchen nicht, die sind giftig, ich kann sie essen, ist okay. Es gibt auch vegane Gummibärchen, berühmte, ich weiß, was ich meine. Das Ganze, alles, das Kind ist total faszinierend, das ist wie so ein, weißt du, Blumentopf. Je nachdem, wo du dich kümmerst, Wasser, Licht, so wächst es auch. Das ist verdammt faszinierend. Das ist dem Kind alles bei. Wir haben die Option, wir haben die Möglichkeiten. Wir leben in Europa, wir sind gesegnet. 21 Jahre, wir können wirklich. Ich könnte 3 Kinder haben und ich sage dem einen Kind, sage ich, hey, du baust mir mal irgendwann ein Haus. Muss ich ja nicht selbst beibringen. Ich kann ihn auf Schulen, Universitäten schicken, weißt du. Über die Jahre würde er das lernen. Oder dem zweiten Kind sage ich, du baust mir mal irgendwann ein Schiff. Universitäten. Und dem dritten Kind sage ich, du bringst mir jeden Sonntag Kuchen. Jahrzehnte vergehen. Irgendwann bin ich am Sterben, ich liege im Sterbebett und einer meiner Söhne kommt ans Bett und sagt, Vater, ich hab's nicht verstanden. Du hast meine Brüder so gepusht, so gefördert. Von dem einen wolltest du, dass er dir ein Haus baut. Du hast ihn auf Schulen geschickt, auf Universitäten und er baut Häuser, Schlösser für die reichsten, erfolgreichsten Menschen der Welt. Von dem anderen wolltest du, dass er dir ein Boot, ein Schiff baut. Er baut U-Boote, Häuser, Hausboote, Schiffe für die reichsten, erfolgreichsten Menschen der Welt. Aber von mir, Vater, von mir! Wolltest du nur, dass ich dir jeden Sonntag Kuchen bringe? Wieso? Wieso? Bevor ich sterbe, werde ich mich mit letzter Kraft nach vorne beugen und sagen, habe wir verstanden. Dankeschön, von alles bitte. Ja, ich mach es noch. Wir kommen ja zur Zugabe jetzt. Muss gar nicht weggehen. Mit der Zugabe ist folgendermaßen, Leute. Hier ist ein Sticker, ihr könnt ihr euch nachher nehmen. Legt 50 Cent hin, ist auf Vertrauensbasis.
Ich hatte, das Problem ist mit der Zugabe, die Leute wissen nie, wann sie so ist, weißt du, wir haben, es ist immer so ein Spielchen, ich gehe nach hinten, dann warte ich da und gucke, ob Leute noch kommen und Zugabe wollen und dann rufen ein paar Leute was und denke ich mir so, dafür gehe ich noch nicht nochmal raus. deswegen habe ich einfach etabliert, ich mache die Zugabe jetzt und dann haben wir den Scheiß auch hinter uns. Dann können wir alle unsere Wege gehen, weißt du, was ich meine? Zugabe besteht eigentlich darin, dass ihr mir Fragen stellen dürft und ich beantworte sie, je nachdem, wie ich will. So. Gibt es denn Fragen soweit? Wieso bist du Comedian geworden? Wieso ich Comedian geworden bin? Wie heißt du, junge Dame? Gutfried? Gutfried? Ich bin verwirrt, sag's mal einfach. Gurfried. Gurfried. Wie schreibt man das? Wie man es spricht. Wo kommst du denn her? Aus Thailand? Haha. Ha? Wo kommst du her? Indien. Indien? Boah, als wäre das jetzt so weit weg, als wär's. Okay. Warum ich Comedian geworden bin, willst du wissen? G. Guck mal, die eigentliche Geschichte, die ich sonst immer erzähle, ist, weil ich habe im Fernsehen habe ich deutsche Comedy geguckt, Leute flippen aus. Die Presse ist da. Hab deutsche Comedy geguckt und irgendwie hat mich das nicht angesprochen. Und man sagt ja, wenn du denkst, du kannst etwas besser, mach es. Und das ist die Chronik. Ich bin aufgestanden und hab's besser gemacht. Gott. Ich wirke jetzt total selbstverliebt. Weitere Fragen? Was ist in deiner Tasche drin? Alles Mögliche. Ich habe hier Merchandise. Wie heißt du? Sandra. Hier ist Merchandise. Cooles Zeug. Ich habe nicht so viel. Da hinten sind noch welche, aber wir sind limitiert. Das ist eine kleine Box, die man kriegt ab einer Spendenbasis. Ich darf es nicht verkaufen. Von 30 Euro. Da befindet sich ein signierte Autogrammkarte drin. Ein kleiner Block. Einer von diesen Stickern. Und eine coole Pfeife. Natürlich hattest du nicht an, weil ich muss ja hier Fragen beantworten. Wärst du interessiert an so einer Pfeife, Sandra? Ich wäre an dir interessiert, aber okay, klar. Sie hat gesagt, sie wäre an mir interessiert. 30 Euro haut hin, ha? Weitere Fragen? Ob man die EC-Karte zahlen kann? Hast du PayPal? PayPal geht klar. Willst du es jetzt machen? Okay. Hast du hier Internet drin in diesem Kuff? Wie heißt du? Ich bin Akin. Akin. A-K-I-N? A-R-K-I-N. Ja, genau so habe ich es mir gedacht. Du bist aber nicht zum ersten Mal in meiner Show, ne? Doch. Hast du mein PayPal gefunden? Geh auf PayPal, geh auf Persian Freak. Such, so lange quatsch mit den anderen Leuten. Oder Master Aquazada heiße ich da. Okay. Okay, super. Weitere Fragen. Wenn du es gefunden hast, melde dich, dann weiß ich Bescheid. Wir müssen auch nicht 30 sein. Ab 30 Euro. Weiß ich Bescheid. Weitere Fragen? Ja, Typ denn? Was ist Comedy nur in Deutsch oder auch auf Persisch? Wie heißt du? Alexander. Clearly bist du Perser und willst das auch mal auf Persisch sehen. Die anderen Pfeifen funktionieren übrigens. Überweise das mal ins Geld. Früher, als ich noch unbekannter war, Alexander. Was machst du beruflich, Alexander? Attila. Attila. Das ist dein Beruf? Oder heißt du jetzt Attila? Alexander hat sich weiterentwickelt zu Attila. Hast du das Geld schon überwiesen? Wirklich? Okay, sind dabei. Zeig mal, denn ich will Proof haben. Ich leg dich schon mal raus, weil die gehen schnell weg, die Dinger.
Nee, ich mache nicht auf Persisch Comedy, weil Iraner zahlen nicht so gut. Ich habe früher angefangen mit Englisch Comedy, das war vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und dann kam ich nach Deutschland, also als ich noch in den USA gelebt habe, habe ich es auf Englisch gemacht. Dann kam ich nach Deutschland, habe dann weitergemacht auf Englisch, aber die haben mir dann nur 2 Bier gezahlt. Und ich mag Bier nicht mal. Da war einfach so, dass ich so, nee, dann mache ich es lieber. Und ich hatte dann einen Auftritt auf Deutsch und man hat mir Geld gegeben. Ich dachte so, ich glaube, hier fühle ich mich wohler. Was machst du denn beruflich, Attila Alexander? Bitte? Ach so, er ist ITler. Und Akin, wie weit seid ihr gekommen? Ich habe kein Handy, aber ich mache auf Vertrauensbasis. Zeig's mir einfach. Ich sehe nichts. Was steht da? 31 Euro. Sehr schön. Weiter. Wir können es kompensieren. Jetzt, wolltest du nicht auch ein Bild für mich malen, sag mal? Ja, ja. Und, wo ist das? Du hast es dabei. Wo ist es denn? In der Garderobe. In der Garderobe. Wie groß ist es denn? 30 x 40. Aber noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Du bringst einfach ein unfertiges Bild hier. Das ist schon Arbeitsmoral hier. Die Leinwand habe ich schon mal geholt. Oh ja, ich habe auch Bilder dabei. Die sind fertig. Ich will dazu sagen, das sind alles Drucke, Digitaldrucke, die habe ich anfertigen lassen, weil ich arbeite jetzt zurzeit an einem Comic. Eigentlich wollte ich einen Piloten, also Pilot heißt eine Serie, Film und sowas, aber das ist ein bisschen schwer und du kriegst keine Fördermittel. Deswegen habe ich gedacht, ich mache ein Comic, weil da kann ich wirklich, weißt du, da sind Special Effects leichter, du lässt sie einfach zeichnen. Ich zeichne es nicht, aber ich gebe sowas in Auftrag, verkaufe es dann schwarz und finanziere damit einen Comic, wofür ich das Geld steuerlich absetzen kann. Das ist ziemlich clever. Ihr seid live dabei. Warum sage ich das in München gerade, der Stadt? Ich versteigere heute das Bild. Ich habe noch andere Bilder, je nachdem, wie gut der... Könnt ihr das alle sehen? Das bin ich hier oben auf dem Baum. Und da bin ich im Wald, da grinse Katze. Ich darf nicht sagen Wunderland aus rechtlichen Gründen. Und ich hocke da einfach rum. Und da ist Alice. Okay, wenn ich jetzt so laut sage, ist es einfach nur so ein Typ, der im Wald... einer 10-Jährigen auflauert. Aber wir müssen auf die Kunst nicht ganz eingehen. Es ist, wie gesagt, es ist ein Druck, ihr könnt daran nichts rumwischen. Das war steigisch. Wer ist dann an so einem Bild interessiert? Okay. Okay. Wir fangen an mit einem Startgebot von 30 Euro. Um einfach mal die Penner schon rauszusortieren. Okay. 31 von da vorne. Wer bietet mehr? 35. Wie heißt du? Peter. Peter? Peter. Ja, jemand hat einen ausgedachten Namen. 35 von Sieb. Was hast du gesagt? 36 von dem Typen. Namen vergessen. 40. Wow, die Sache geht voll los. Ich dachte mal noch Smalltalk ein bisschen. Wer bietet mehr als 40? Ruft einfach rein, das macht Spaß. 50 von dem Typen mit der dumpfen Stimme oder der Frau. Von dem Geschwisterpärchen, wessen Idee war es herzukommen? Deine, wie heißt du? Stefan. Stefan, so die dann. Mit SCH. Weil das macht mehr Sinn. Okay. Aber mit PH? Oder F? F oder PH? Okay, siehst du, das macht Sinn. Es gibt auch Leute, die schreiben mit PH. Das ist so, was ist der Scheiß jetzt? Stephan. Wir waren bei 60. Okay, ihr könnt reinrufen, ich mache so lange Gespräche. 60 zum Ersten. 69.
Das ist eine verdammt witzige Zahl, hast du gemerkt. Wann war das nochmal, Luise? Luise war richtig, ne? Ja. 17.09.? 14.09. 7.09. Und wer von euch würde nochmal kommen zu so einer Show? Wow. Wie süß, die sich melden. Ich bitte. Ihr müsst Karten kaufen. Ich entscheide es nicht. Sie sind zu schwer. Ich verkaufe die nicht. Die müsst ihr online kaufen. Ich mache nur den Schwarzmarkt-Scheiß hier. Übrigens für die von euch, die keinen Bock haben, so eine Fanbox hier zu kaufen. Hier hinten gibt es die auch. Ich konzentriere mich hier auf den wahren Shit. 70 von da vorne. 71 zum ersten. Ich mache es so lange, bis der Preis mir gefällt, weil inzwischen mache ich Smalltalk. Und dann ich halt, ich bin voll der Hustler. So, Aki, und wer ist das? Nima. Nima, oder niemand. Sitzt. A man has no face. Wer ist eine Idee von euch beiden, was herzukommen? Deine. Ah, voll süß. Bist du zum ersten Mal in so einer Show? Erstes Mal in einer Show? Letztes Mal auch. Letztes Mal warst du auch hier. Wessen Shows hast du noch gesehen? Ab der Karin. Ah, okay, kann ich verstehen. Wann war das? Vor Covid. Boah. Das freut mich. Es ehrt mich, dass du dann gedacht hast, weißt du was? Ich habe 31 Euro zusammengespart für sowas. Euch hat alles raus. 75. Gesagt, getan. 75 zum ersten. Ich habe noch zwei andere Bilder, nur weil du Bescheid weißt. Wir ziehen es hier durch. Die sind nicht so toll wie das, das ist das Highlight hier. Ich weiß nicht, ich will erst das ganze Geld und danach der Kramsch. Das ist eure Sprache, ich mach noch mit. Das sind so random Wörter. Ist hier jemand Lehrer? Guck mal, wie sie sich schämen. Ach so, ich mach ja das Geschenk auf. Ronum, wie heißt du? Oh, sie ist am Handy, ich wollte dich nicht stören. Bitte? Fatima, natürlich, okay. Ich bin deine Reaktion. Ja, ich weiß. Deswegen mach ich doch auf. Sie will meine Reaktion sehen. Jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, mich umzudrehen dabei. Wie viel ist die Reaktion wert? Wir fangen an mit 10 Euro. Ich will vorher sagen, zunächst einmal, das mit der Auktion ist eigentlich Teil von meiner neuen Show. Aber ich habe das jetzt, ihr werdet das im September auch nochmal sehen. Ich dachte, ich fange jetzt schon mal an, weil ich jetzt mehr mit Auto hin und her fahre. Einfach nur, dass ich euch gewöhnt daran, dass ich euer Geld will. Und ihr Bescheid wisst. Es geht mir nur darum. Nicht, dass ihr sagt, ich glaube, der will. Nein, es ist Fakt. Es ist keine Religion, ihr müsst nicht glauben, ihr könnt es wissen. Es geht mir nur ums Cash. Und du solltest wissen, Fatima? Das habe ich nicht selbst gemacht, das habe ich einen Auftrag gegeben. Gar nicht, sag ich einfach iranisch, Fatima. Fatima, okay. Das habe ich einen Auftrag gegeben und uns drucken lassen. Ich habe es einmal bezahlt und seitdem sah nicht ab. Und ich nehme auch dieselben Künstler, der die anderen zwei Bilder macht oder jemand anders, der mir dann den Comic malt. Weißt du, was ich meine? Das ist halt die Finanzierung. So läuft's ab. So, ich muss dazu sagen, Fatima. Guck mal, ich will ehrlich sein, mein Persisch ist so ab eingedeutscht. Es nervt mich auch immer, wenn ich irgendwo anrufe und die sagen, mein Name ist Akbarzade. Was ja nicht stimmt, ist Akbar so, der. Akbar so, Fatima, wir sind auf einer Welle. Und dann sagen sie, wie schreibt man das? Und dann muss ich das buchstabieren auf deutsche Art. A wie Anton, K wie Kaiser, eigentlich denke ich so A wie Albors, K wie Karimi, B wie das B in Akbar Zode. Lacht, genau dieselben Nummern sind in der neuen Show dabei, nur damit du Bescheid bist. Alles gespoilert. Fatima, du sollst wissen, ich bin Freude und Euphorie. Hast du mit? Ich bin so, okay? Also erwarte nicht viel. Wenn da Geld drin wäre, ich würde auslippen. Aber wenn wir schon anfangen mit Nüssen, weißt du, erwarte nicht viel. Das sind diese Geschenke, die man kriegt, wenn deine Mutter aus dem Iran zurückkommt. Sagst du, ein Koffer voll mit Nüsse und Grünzeug. Mir ist ein Lidl. Okay. Beste Pistazien aller Welt. Ja, ich weiß. Ja. Das ist genau das, was meine Mutter mir dann sagt. Wenn meine Mutter mir irgendwas schenkt und sagt, und sagt sie, das ist das Beste auf der Welt. Und ich sage, ich bleib bei meinem. Das sind Nahtnack und Proteinquelle.
Ah, Geschenk. 15 Euro? 30 Euro für das Geschenk. $35 zum ersten. $60 zum ersten. Das Geld geht nicht an Fatima, das geht an mich, wenn du Bescheid weißt. $60 zum ersten. Wir waren hier bei 75, ne? Okay, $75 zum ersten. Achso, ich muss. Okay. Ich bin niemand, der sauber aufmacht, nur damit ich scheife. Ich bin kein Tier. Ich bin auch niemand, der sowas wiederverwendet. Ja, fuck it. So. Das ist Parfum, ne? Das ist Cologne? Es riecht. Oder hast du es parfümiert? Es riecht nach dem besten Box der Welt. Als Aftershave. Sei überrascht. Oh mein Gott! You shouldn't have. Woher wusstest du? Ich werde dieses Video hochladen mit der Reaktion und alle werden sagen, was war denn drinne? Abonniert mich auf Patreon, dann werdet ihr es erraten. Falls euch das Video gefallen hat hier auf YouTube oder hier TikTok, dann hinterlasst mir ein Like und ein Abo. Übrigens, ihr könnt mir auch auf PayPal folgen. Merci. $85 zum ersten. Wo kommst du her, Filter? Bitte? München. Wie lange bist du hergefahren? 40 Minuten. Boah, bist du scheiße gefahren? Oder? Ich bin dann mit dem Heißluftballon her und dann kam der Wind. Auch aus Berlin brauchst du 40 Minuten her. Nee, seit wann hast du Karten für die Show? Ja, ich? Mit dir redet gar keiner. Sechs Wochen. Oh, wer hat denn heute Abend an der Abendkasse noch ein Ticket bekommen? Ah, hier, war wow, wirklich? Kann ich mal. Haben von Leuten? Lieber kleiner sein, du hast ein gebrauchtes Ticket geholt, schäm dich. Ich hab sie verkauft. Wie, du hast sie verkauft und dann hier gute gekauft nochmal? Ich versteh's nicht. Ich hab sie ihm verkauft. Ach so, wirklich? Du, wie viel hast du denn angehäuft da hinten? Hustler. Gefällt mir. Für wie viel hast du sie verkauft? Für weniger, als wie sie gekauft haben. Du bist, Wieso hast du sie denn verkauft? Weil ich sie verlegt habe und musste nochmal neu kaufen. Er hat sie verlegt und musste neu kaufen. Gefällt mir. Und danach, wie lange hast du gebraucht, um sie wiederzufinden? 2 Tage. Das ist ein Ehrenmann. Warum hast du jetzt deine gezeigt? Ich hab noch eine. Achso, du hast noch eine. Du hast sie mitgenommen? Du wolltest sie verkaufen, Spaß oder so. Ehrenmann, ehrenlos. Jetzt sagen wir alles. Ich habe 2 geholt, falls ich eine verliere. $85 zum ersten. Was machst du denn beruflich, der Typ, der ganz viele Karten kauft?
Bitte? Disponent? Was heißt das? Ich disponiere Autos. Okay. Gefällt mir, dass wir einen kompletten Satz antworten. Ja. Was für Autos? Alles möglich. Okay, dann hör auf. Es freut mich, dass du hier bist. Wie heißt du? Claudio. Claudio. Wow. Bisschen Kultur reingebracht in die Gruppe. Mit wem bist du da, Filter? Mit deiner Frau. Für sie hast du auch ein Ticket gekauft? Ja, sie kennt sie noch gar nicht. Ich hab sie mitgeschickt. Du denkst, die kennt mich nicht. Ehrenlos. Und Frau, von der ich jetzt so tue, als würdest du nicht deinen Namen, wie heißt du? Verena. Verena. Wie lange seid ihr schon zusammen? 8 Jahre. 8? Boah, mashallah, mashallah. Und was sind eure Ziele noch für die Zukunft? Wir haben keine Ahnung. Ihr wollt das Bild haben, um es aufzuhängen, um dann ein bisschen Glück und Liebe in eurem Leben zu haben. Und Farbe natürlich. 85 zum Ersten. 85 zum Zweiten. 90. Wie heißt du? Marvin. 90 zum Ersten. 100. 100 zum Ersten. 100 zum Zweiten. 107 zum Ersten. 107 zum Zweiten. Marvin, bist du da mit deiner Frau? Nein. Mit wem bist du denn da? Nicht verheiratet. Nicht verheiratet? Wir keep mit casual, ja? Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Noch gar nicht. Noch gar nicht. Marvin, du Schlingel. Du dachtest, du könntest die Sache vertraglich abschließen mit dem Bild, ha? Musst schon mehr bieten als 100. Wo waren wir bei 107? Von wem? Wie heißt du? Matthias. Matthias. Bist du alleine da? Nee, mit ihm. Mit ihm. Wohnt ihr zusammen? Ja, wir sind verheiratet. Ihr seid verheiratet. Okay. Wie lange schon? Verheiratet seit 2014 zusammen sein. Boah, muss ich jetzt selber rechnen? Ist dein Ernst? Gib mir Zahlen und ist so Mathe-Kacke hier, Alter. Hattest du mal ausgerechnet? Ich glaube, es sind auch 8 Jahre oder 9. So 9. Dankeschön. Ich habe selbst ausgerechnet. Und ihr wohnt zusammen? Warte mal, wolltest du gerade sagen, wir sind verheiratet seit 2014 und wir leben zusammen weniger oder wie? Also ihr lebt schon vorher zusammen, ne? Immer noch in derselben Wohnung? Haus. Wie viel Quadratmeter? Sag doch. 140. 140 zum Ersten. Ich schäme mich null. Ich zieh das durch. Denkst du, diese Schuhe sind umsonst? Na, wo war es? Bei 107? 107 zum Ersten. Ihr wollt das Bild noch mal sehen? Hier. Darum geht's hier. Typ mit der Glatze, der aufgestanden ist. Ich sehe das, dein Kopf reflektiert voll. Ich sehe das mal gut. 107 zum Ersten. Marvin? Gibst du auf? 110 zum Ersten. 110 zum Zweiten. 114 zum Ersten. 114 zum Zweiten. PayPal ist auch eine Möglichkeit. Hundertvierzehn zum Dritten. Dankeschön, Glückwunsch. Ich signiere das nachher für dich, falls du willst. Gerne. Halt die Fresse, es gibt keinen Rücktausch. Er hat gesagt, die Pfeife ist kaputt. Das ist eine Spende, was erwartest du? Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass ich die verkauft habe, ja. Hast du wahrscheinlich von woanders. Ihr habt es alle gesehen, ich bin so ein Trickhutspieler. So. Der Lamm ist zu jetzt. Gibt es weitere Fragen? Hörst du auf Goa, Psytrance? Weil da die Hosen, die du trägst, die trägt man so klassischerweise auch in der Goa-Szene. Ich bin sehr froh, dass du fragst.
Er fragte mich, ob ich Goa-Musik höre wegen der Hose. Fakt ist, ich habe einfach nur gern Freiheit im Schritt, aber es ist schön, dass es gleich politisch wird auf einmal. Nein, ich nicht. Im Persischen hat er mir getragen Schadebaut, was einfach nur so eine Bauernhose ist, meistens einfach nur so ein bisschen lümmelig. Und das ist jetzt so eine Thai-Hose. Indien, okay. Die auf dieselbe Art ist wie so eine persische Schadebaut, bloß hat die Thai-Version und die hat so einen Sack draußen, das finde ich ganz süß. Mit der Musik habe ich nicht viel am Hut, aber ich bin voll der Pause. Leute denken auch, ich wäre Kiffer und ich denke mir so, toll, Hauptsache die Kiffer-Community kaufen Tickets. Weil die kaufen zweimal, weil sie verlieren die erste und dann kaufen sie. Bruce meinte, keine Ahnung, wahrscheinlich haben wir es geraucht. Als Tipp benutzt, ja scheiße, hol einfach ein neues. Habe ich recht? Weitere Fragen? Sind deine Geschichten, die du erzählst, aus deinem Leben, also erlebst du das wirklich oder? Er fragt, ob ich es wirklich erlebe oder. Die Taxigeschichte, ja, ist wirklich passiert. Ich meine, guck mal, das ist ja nicht so, dass ich dann sage, ich bin weggeflogen oder so. Also, es ist einfach nur, ich habe in meinem nächsten Programm eine Geschichte über den Uber-Fahrer. Habt ihr Uber? Ist das hier? Weil wir haben bei uns auch Bolt. Und wenn ich woanders bin, dann verstehe ich das nicht. Uber-Fahrer ist einfach so ein Typ, den du dann über die App bestellst. Und das ist funny, weil du steigst dann ein und der sagt dann Masud. Und ich sage, ja, weil die wissen deinen Namen. Und ich sage es noch Mohammed, der sagt, ja. Ich komme mir vor wie James Bond und dann fahren wir einfach los. Wie so eine Paketübergabe. Jedenfalls irgendwann meint er so, enter Arabi? Ich sag so, nein. Er sagt so, sprichst du Arabisch? Ich sag so, nein. Er sagt, dein Name ist Arabisch. Und ich merke so, wie sein Blick durch den Spiegel mich durchsticht. Ich sag so, ja, und meine Schuhe sind aus China. Guck mich immer noch an, sein Gag, der Gag ging voll an ihm vorbei. Und ich meinte, ich bin Perser, Iraner. Und er sah, okay. Und dann hat er weiter seinen Film geguckt und ist weitergefahren. Das ist aber ihr kennt es vielleicht, Uber und Taxi, das ist ein Unterschied. Die einen spielen einfach Candy Crusher, während sie fahren. Und übrigens, das Programmteil ist vorbei. Ich bin jetzt noch am Geld abziehen hier bei euch. Wisst ihr Bescheid? Weitere Fragen? Und die Klettenspielgeschichte, ist die auch wahr? Ist sie von dir mit den kurzen Haaren? Ja. Achso, okay. Wow, du bewegst deinen Mund gar nicht mehr. Ich bin verzweifelt. wer heißt du? Oh, mit Nachnamen. Oh, okay. Wo arbeitest du denn? Behörde? Christine Weiß, 34 Jahre alt. Ich bin fandest du die Toilettengeschichte amüsant? Mega. Und ich sag dir auch, wieso, Christine Weiß? Weil es etwas ist, mit dem du was anfangen kannst. Weil es doch wirklich so ist. Oder nicht? Ich meine, viele sind hier, die sind verreckt vor Lachen, weil sie das kennen, wenn sie spülen. Und dann spülen sie nochmal und denken so, scheiße, das hat man gehört. Und dann musst du noch nur diesen Besen da benutzen, diese Bürste. Und denkst du, okay, ich darf keine Geräusche machen dabei. Kann man das Wasser laufen lassen? Ja, man kann das Wasser laufen lassen. Du bist ein Pro, Alter. Wir kommen zum nächsten Bild. Du, ich zieh diese Zugabe durch, bis ich hier fertig bin. In Wien waren die mega geizig. Das ist übrigens das Bild, bei dem ich dann auch, das ist ein anderer Künstler. Ich weiß den Namen nicht, weil sie sind mir scheißegal. Bei dem ich theoretisch das Comic dann buchen wollte. Es ist auch, diese Bilder mache ich dann, die sind die Bilder für meine diversen Shows. Das ist hier Masud moderiert Comedians an, wo ich den ganzen Abend lang Comedians anmoderiere. Eins ist schon mal klar, die nächste Show von mir, Stand-Up Show, wird definitiv kürzer, weil ich bin jetzt schon, wie spät haben wir es? Okay, ich bin durch. Scheiß mir drauf. Gibt's Fragen soweit noch? Was war denn der Name? Okay. Diese Frage von wem war noch eine Frage? Ja. Welches Shampoo benutzt? Welches Shampoo? Mein Name benutze, heißt der Glückliche, der Fröhliche. Stimmt's, Fatima? Ja, aber du heißt eigentlich Masud. Sie hat mir gesagt, wie ich eigentlich heiße. Nur, das war nicht recht. Ich heiße eigentlich Masud. Masud. Ich finde es auch seltsam, wenn Leute mich schreiben und dann schreiben sie M-A-S-S-O-U-D. Ich sage so, der Name steht doch oben. Also warum
improvisierst du gerade? Ja, stimmt schon. Aber wie gesagt, ich war in Deutschland so lange, dass ich das eingedeutscht habe. Wie schreibt man so? Sie schreibt man M, ist das O-D? Kommt ein O-D, ja. Und noch ein T am Ende? Nein. Nee, aber die Option gibt es auch. Nein. Es gibt wirklich so. Ich habe Türkisch, ja, Mesut, aber ich habe auch Leute gesehen, gut, es gibt verschiedene Arten, Namen zu schreiben, warte mal. Stefan schreibst du manchmal BH, manchmal mit F. Manchmal mit SCH vorne dran. Manchmal aus irgendeinem Grund mit einem stummen H am Ende noch. Ich habe meinen Namen damals so geschrieben, weil ich, als wir herkamen, ich hatte noch gar keine Unterlagen, keine Dokumente und irgendeine deutsche Frau hat meinen Namen einfach Masut geschrieben. Ich dachte so, so werde ich geschrieben. Deswegen habe ich, meine Mutter hat es auch immer so, nein, so werde ich geschrieben. Die deutsche Frau hat es gesagt. Und so ist es entstanden. Ich benutze einfach nur Wasser, Shampoo-Frau. Ich warte, bis ein Hersteller sich bei mir meldet und jede Menge Geld dafür gibt. Bis dahin sage ich einfach nur Wasser. Ich habe die auch vor kurzem schneiden lassen mit Megasets, sonst hätte ich mal so einen Königsdutt mit so. Aber ich will euch nicht langweilen mit den Details. Weitere Fragen? Wie groß ist deine 3D-Tassensammlung? Erstmal Fatima und noch? Ich komme erstmal zu der Frage. Von wem war die Frage? Von dir mit der Brille? Okay, wie heißt du? Fabian. Also, bist du Deutscher? Ja. Okay. Ich habe diese Tasse hier vorgestern in, oder vor 3 Tagen schon in Wien war gekauft, weil ich habe meine Tasse zu Hause vergessen. Das passiert. Letztes Mal habe ich eine Ironman-Tasse gekauft, weil ich vergessen habe. Passiert einfach. Reiche Leute, die vergessen einfach Sachen und kaufen sie mal. Und einmal habe ich eine geschenkt bekommen, die 2-3 Mal habe ich geschenkt bekommen, auch so 3D. Und ich glaube, mittlerweile bin ich bei 10. Ist okay. Also, damit kann ich leben. Wie viel hast du denn? 0. Bitte? Kann ich eine haben? Du kannst eine haben, die findest du überall. Ich glaube an dich, du schaffst es. Warum willst du, dass ich aufstehe? Du willst was sagen und ich muss dafür aufstehen? Das ist so ein leerer Scheiß hier. Sie hat gesagt, schieb mal auf, ich will dir was sagen. Du siehst aus, als hättest du Rückenschmerzen, weil du so einen Opa-Gürtel trägst. Aber was sie gesagt hat, war, steh mal auf, ich will dich fertig machen. Das war das Einzige. Ich einfach geroastet. Dankeschön. Steh mal kurz auf. Weitere Fragen? So, Alexander, du hast das Programm jetzt schon 100 Mal gesehen. Hast du immer noch Spaß dran? Ja. Ja, schön. Und du? Ja. Bringst du nachher noch das Bild nach vorne? Ja. Muss ich es dann zu Ende malen? Eigentlich ein Lieblingstier? Ein Lieblingstier? Leonikorn. Das ist, ihr seid so eine Lache. Ich erkläre es gerne. Ein Leonikorn ist eine Mischung aus einem Löwen und einem Einhorn. Mit Flügeln manchmal. Das ist mein Spirit Animal. Es ist stark und gleichzeitig feminin. Ein Löwe mit einem Einhorn gemischt. Ich weiß nicht, wie diese Tiere zueinander gekommen sind. Es war bestimmt ein magischer Abend. Und so ist es entstanden. Weitere Fragen? Was war Fatimas Folge? Folgt mir auf Patreon. Patreon.com/Master Quazzari findet mich. Mitgliedschaft kostet 3 bis 5 bis 15 Euro im Monat. Danke, dass du gefragt hast. Ich mache das schon seit über 20 Jahren. Und du? Was sagt mein ganzes Leben? Ich habe gesagt, über 20. Aber danke. Seitdem ich 1 bin. Weitere Fragen? Was genau auf meinem Schuh drauf ist? Dragon Ball. Das Dragon Ball ist Son Goku und Chi-Chi auf einer Wolke, die wegfliegen und hier sind ein paar Dragon Balls. Ich habe noch ein paar andere Schuhe. Die Socken dazu? Die Socken sind Deadpool. Ah, Deadpool. Ja. Du? Wohin danach? Wohin danach? Heute. Heute. Ich habe verstanden, worauf du hinaus willst. Danke, dass du den Satz erweiterst. Heute, München. Ich bleibe hier in München, weil alles andere scheint 40 Minuten entfernt zu sein. Also, ich bleib hier und versteck mich. Ich sammle noch das Geld ein von der da und dann mach ich einen Lenz. Weitere Fragen? Wie fühlst du dich beim Autofahren eigentlich?
Wie ich mich filme beim Autofahren? Sie fragt, wie ich mich beim Autofahren filme, weil meine Hände sind ja am Steuer und das Ding dreht sich. Mit dieser Kamera da oben. Wie? Die soll sich drehen. Du bist wie so eine Vierjährige, aber die dreht sich gerade gar nicht. Mach, dass sie sich dreht. Ich kann, das ist eine 360-Kamera, 360, 360 Grad. Das weit, also im Grunde genommen nimmt sie eine komplette Kugel auf. Die nimmt alles auf, außer dich, weil du bist hinter der Scheißsäule. Niemand filmt dich heute. Und ich kann im Nachhinein einfach selbst entscheiden, was ich filme, und das wird dann alles bearbeitet. Ihr könnt diese Kamera übrigens heute kaufen. Startgebot ist bei 700 Euro. Die ist scheiß teuer, sagst du es jetzt. Weitere Fragen? Der Satz ist schon vorbei. Wenn ich eine Weißwurst essen müsste. Zunächst einmal, ihr könnt alle meine Sachen, die ihr hier gesehen habt, auf meinem Twitch-Kanal sehen, verlinkt. Könnt ihr holen. Auch das ganze Equipment. Die Tasten ja wahrscheinlich nicht. Wenn ich eine Weißwurst, wie ist man die? Man quetscht das Zeug raus, ne? Guck mal, wie die ganzen Münchner hier aus. Nein! Nein! Köpfe platzen hier vorne auf einmal. Also ich lutsche das raus, oder wie war das? Ich weiß, ich hab's... Man lutscht das raus? Diese Perversen halt nicht. Die sagen einfach schneiden. Wann ist es mit der Brezel und Senf, ne? Ja. Süßer Senf. Du wolltest einfach nur wissen, ob ich die Etikette drauf habe? Mal was Regionales rein. Ach, einfach nur ein bisschen was Kulturelles erklären, okay. Bildungsauftrag vom Wurstspezialisten. Ja, so würde ich sie essen. Und ich weiß noch, guck mal, ich hab ja früher Fleisch gegessen. Ich war ja auch mal normal, so wie ihr. Und ich weiß noch, irgendwann war ich halt in München und da wurde mir so eine weiße Wurst angeboten und ich wusste, wie die Regeln sind mit dem Senf, mit dem süßen Senf. Also war der Senf, der da war. Ist ja nicht so, dass man dann, dass sie da Ketchup belegen, Mayo und dann gucken, wie ich reagiere. Es war kein Rätsel, alles war da gegeben. Und ich wusste das mit dem Ausquetschen. Und da habe ich es gemacht und ich werde ehrlich sein. Ich komme klar ohne. Also ich weiß, es ist euer Nationalstolz, euch Deutschen, es geht immer um die Wurst, aber alles hat ein Ende, außer die Wurst hat zwei. Ich weiß, ihr seid eingefleischte Fans, aber ja. Weitere Fragen? Hast du jetzt Sessel immer dabei, wenn ihr auftrittet, oder stellen die dir den? Den bringe ich jetzt mal mit. Nein, den stellen die mir hier. Weitere Frage von wem? Wer wurde unterbrochen gerade? Wie stehst du zu Pizza Hawaii? Pizza Hawaii? Mit Ananas und Schinken? Die wär, dann wäre bei mir der Schinken weg, dann wäre es nur Ananas und dann wäre ich krank. Also, das wäre mir seltsam. Hey, Pizza mit Ananas, crazy. Not too crazy for me. Wieso, magst du das? Ist es etwas, was du... Okay, aber schön, dass wir jetzt... Und manche Leute stellen so Fragen bezüglich, wie findest du, wie stehst du zur Abtreibung? Aber einfach nur, um zu wissen, ob sie Fan sein können von mir. Und du bist so, jetzt wo ich weiß, dass er Hawaii nicht mag, kann ich seine Kunst viel mehr genießen. Weitere Fragen? Kann man Toastbrot einfrieren? Kann man Toastbrot einfrieren? Bestimmt, ich glaube schon, es geht klar. Mach das, versuch's mal. Weitere Fragen? Warte, ist das Brot dann schon getoastet? Natürlich macht es einen Unterschied. Der Schaden ist schon getan, weißt du, es ist schon getoastet. Oh, ja. Weitere Fragen? Krieg ich eine neue Pfeife? Du kriegst... Wenn du willst, kannst du die haben. Die ist kaputt. 20 Euro Servicegebühr. Die kennen mich nicht mehr. Weitere Fragen? Fährst du allein zu deinen Auftritten? Ich fahre allein zu meinen Auftritten. Warum bist du so... Oh. Wer soll, als hätte ich ein Team. Du siehst ja die 360-Kamera, da sitzt ja keiner mehr. Also das Auto ist voll mit Bildern, die ich dann zu Hochpreis versteigere. Also von daher... Ja. Weitere Fragen? Wollt ihr noch ein Bild ersteigern? Ja. Wirklich? Von wem ist die Frage? Wie viel willst du dafür geben? 50? Wer bietet mehr als 50? 80. 80. Jetzt ist es aufgehört. Bist du raus, ne? Wer bietet mehr als 80 für dieses Bild hier? Okay, 80 verkauft an den Typen. So schnell geht's. So. Weitere Fragen? Gut.
Dann sehen wir uns ja am, was, 7.9. hast du gesagt? Ich wiederhole das einfach nur, weil ich das Dummerchen bin, dass ich nicht weiß. Falls nichts mehr ist, ich höre dann auf, dann können wir alle nach Hause gehen. Oh, danke. Dankeschön für alles Geschehen. Ciao, ciao. Maskuda, Bratzer-Dreh oder Dreh, ja, ne, danke fürs Folgen und beziehungsweise mit deinen neuen Leute, ne. Hab ich gut gemacht? Ja, du gut gemacht. Machst du gut gemacht. Ich bin Master.